Ja, ganz herzlich willkommen zu unserem allerersten Agrarsymposium der Alternative für Deutschland in der Fraktion im Deutschen Bundestag. Und ich merke, das mit der Glocke hat schon geklappt. Das ist eine historische Glocke, mit der hat Dr. Gauland unsere erste Fraktionssitzung und Vorstandssitzung eingeläutet. Ganz herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich bin wirklich überrascht, mein ganzes Team ist überrascht, der Arbeitskreis ist überrascht, dass wir beim ersten Symposium gleich so einen Ansturm haben. Ich bin der Peter Felser, ich bin seit 2017 Mitglied im Deutschen Bundestag und auch Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, so wie meine Kollegen der Frank Rink oder der Steffen Jannich und natürlich der Stefan Brotschka. Wir machen seit 2017 Politik für die deutsche Landwirtschaft. Eine echte Alternative für die Landwirtschaft. So lautet der Titel heute. Und wir wollen nicht weniger machen, als heute und morgen die Lage zu analysieren, eine Lagebeurteilung hinzubekommen. Wo steht die deutsche Landwirtschaft? Wo steht die europäische Landwirtschaft? Warum gab es die Bauernproteste? Haben die Bauernproteste etwas bewirkt oder ist da vielleicht etwas im Sande verlaufen worden von außen oder von seltsamen Mitspielern? Das wollen wir heute machen und morgen und dann aber auch morgen Nachmittag zu Lösungen kommen. Wo kann es hingehen? Wo müsste alternative Politik ansetzen? Wo müssten wir eigentlich die Politik ändern? Diese Woche ist ohnehin eine historische Woche. Also wir alle erleben gerade sehr, sehr stürmische Zeiten, ob das die Wahl in Amerika ist oder ob das der Mittwoch war, an dem endlich die Ampel zerbrochen ist oder ob es jetzt auch die weiteren Tage sein werden. Die Ampel ist Geschichte, zum Glück. Aber das hat uns natürlich auch überrascht, dass es jetzt so schnell geht. Deswegen sind wir in einem Umbruch. Wir als AfD-Fraktion, wir als AfD im Bundesvorstand. Und deswegen kann unsere Fraktionssprecherin Alice Weidel, die sich ganz stark für die Landwirtschaft einsetzt, heute leider nicht kommen. Wir werden aber gleich eine Videobotschaft hören. Aber wir haben jemanden da aus dem Vorstand, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, unser Stefan Keuter ist gekommen, um an uns ein paar Worte zu richten, damit Sie auch sehen, der Vorstand schätzt unsere Arbeit wert. Lieber Stefan, komm nach vorne, freue mich auf deine Worte. Ganz herzlichen Dank, lieber Peter. Ja, ich möchte Sie ganz herzlich hier in unseren Räumlichkeiten begrüßen. Ich sage Ihnen auch, warum. Ich sage unsere Räumlichkeiten. In diesem Raum ist 2017, erstmal, als wir in den Bundestag eingezogen sind, ich hätte es fast 13 gesagt, so lange nicht, so lange gibt es unsere Partei, aber seit 2017 sind wir in dieses Hohe Haus eingezogen und dort, wo Sie jetzt sitzen, war damals mein Platz und als wir hier saßen, diesen Raum hat uns die Bundestagsverwaltung zur Verfügung gestellt, die Fraktionsräume waren zum Teil noch nicht freigezogen, die Räume noch nicht verteilt, hier ist die Fraktion gegründet worden, die ersten zwei Wochen haben wir hier getagt, die Spielregeln des Zusammenarbeitens festgezurrt. Und das ist zwar der große Anhörungssaal der Bundesrepublik Deutschland hier, aber wir als AfD-Fraktion haben eine ganz enge Bindung an diesen Raum, sehr positive Assoziationen. Und wie Sie sagten, dort, wo Sie saßen, guck dich dann rüber, wenn die Gedanken nach langer Arbeit abschweiften, schaute auf die sonnenbestrahlte Kuppel des Reichstagsgebäudes und dachte, ja, wir sind angekommen. Und diese Republik hat mit einer neuen politischen Kraft zu rechnen, der AfD. Und genau das ist eingetreten. Wir sind sehr erfolgreich und uns liegen auch unsere Landwirte, unsere Heimat und die echten Grünen, die sich nämlich um unsere landwirtschaftlichen Flächen kümmern, stark am Herzen. Wir waren die, die mit bei den Bauernprotesten Anfang des Jahres auf der Straße waren. Ich weiß noch, es war relativ kalt, die Stimmung hier auf der Straße 17. Juni ist bombastisch gut. Wir haben uns noch an den Feuertonnen gewärmt und haben eine Sprache gesprochen. Ja, ein bisschen frustrierter war ich dann, als Tino Chrupalla mir sagte, hör zu, wir sind eingeladen worden vom Deutschen Bauernverband zu einer Podiumsdiskussion, die auch übertragen wird. Ich kann nicht, möchtest du dahin gehen? Habe ich gesagt, du, wenn du möchtest, gehe ich dahin. Dann hat er mich dort angemeldet, da hieß es, nein, nur die Fraktionsspitze. Dann sagte der Tino, also hören Sie mal zu, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD kommt.
Warum soll nicht von uns jemand kommen? Da ist keine Gleichbehandlung. Hieß es Zähneknirschen. Na, dann schicken Sie mal. Dann habe ich mich darauf vorbereitet, bin auch zu der Veranstaltung gebrieft worden, den ganzen Tag Power-Input mit Argumenten aufgerüstet worden. Ja, und dann stand ich vor der Messehalle in Berlin mit einem eigenen Kameramann noch dabei, mit einer Assistentin, und da hieß es also, jetzt sind sie zu spät gemeldet, jetzt können wir die AfD auch nicht mehr berücksichtigen. Man hat also gespürt, dass man uns aus dem politischen Geschehen raushalten wollte. Das war uns eine Lehre. Wir haben gesagt, das war ein kleiner Rückschlag. Das Gefecht war vielleicht verloren, aber nicht der Krieg. Der Krieg um unsere Landwirtschaft, der Krieg mit ihnen zusammen, um unsere Heimat, um eine ordentliche Politik, sowohl für unsere Landwirte, aber auch für die Landwirtschaft innerhalb von Europa und der Tierschutz und der Naturschutz. Ihr, liebe Landwirte, seid die richtigen Naturschützer. Ihr seid unsere wahren Grünen, die Grünen des Herzens und nicht die Partei, die sich ausgibt, diese Interessen zu vertreten. Die Tatsache, dass ich heute hier stehe, zusätzlich zu der Videobotschaft unserer Vorsitzenden, die im Moment sehr viel beschäftigt ist, wir haben es gerade gehört, die Ampel ist uns endlich um die Ohren geflogen. Wir steuern auf Neuwahlen zu. Eigentlich müsste es die zügig geben. Warum wird jetzt die Vertrauensfrage nicht sofort gestellt, werden Sie sich fragen. Das liegt natürlich am lieben Geld. Es geht um Pension der Abgeordneten. Wer ein halbes Jahr im Bundestag vertreten war, bekommt eine zusätzliche Altersvorsorge mehr. Und ich habe so das Gefühl, dass man das bis ins nächste Jahr rauszögert, um dieses halbe Jahr seit der Konstituierung noch voll zu machen. Hier geht es einfach nur noch um monetäre Interessen. Der Kanzler sagt, er möchte noch Gesetze durchbringen, was ihm wichtig ist. Es mag ihm wichtig sein, aber er hat keine Mehrheiten mehr. Er kann keine Gesetze mehr alleine machen. Die Ampel ist Geschichte, der Kanzler ist Geschichte. Und wir sagen möglichst schnell Neuwahlen und weg von dieser verfehlten, auch verfehlten Landwirtschaftspolitik. Lassen Sie mich abschließend noch sagen, wir machen als AfD-Fraktion viele Veranstaltungen. Wir arbeiten hier mit Steuergeld und gehen sehr vorsichtig mit diesem Geld um. Als der Antrag kam, hier diese Veranstaltung, dieses Symposium für die Landwirtschaft zu machen, haben wir im Fraktionsvorstand nicht lange gezögert. Das war ein einstimmiger Beschluss, hier Geld in die Hand zu nehmen, diese Veranstaltung hier heute durchzuführen, was unsere Wertschätzung gegenüber Ihnen, liebe Gäste, liebe Landwirte, zeigen soll. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Wünsche ein erfolgreiches Symposium und verabschiede mich von Ihnen mit den Worten meiner Heimat. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Glück auf und viel Erfolg. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Stefan. Der Vorstand hat es sehr schnell genehmigt. Ist richtig. Die Alice Weidel hat sich sogar im Vorfeld mit Obstbauern getroffen, da haben wir einen halben Tag lang diskutieren können und auch wirklich vor Ort auch die Probleme uns ansehen können. Und die Alice Weidel hat dann gesagt, Ernährung ist Souveränität. Wer ein Land nicht mehr ernähren kann, wer keine Landwirtschaft mehr hat, wer die Lebensmittel aus dem Ausland importieren muss, der ist nicht souverän. Wir müssen das zum Schwerpunktthema machen, zur Chefsache machen. Ich bedauere es, dass die Alice Weidel jetzt schon voll im Vorbereitungskampf ist, mit dem Bundesvorstand jetzt tatsächlich die Neuwahlen vorzubereiten. Das bedauere ich. Sie würde jetzt hier an dieser Stelle stehen, aber sie hat uns eine Grußbotschaft per Video zukommen lassen und ich bitte jetzt das Team, das mal abzuspielen. Alice Weidel. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, herzlich willkommen zum ersten agrarpolitischen Kongress der AfD-Bundestagsfraktion. Ich würde sehr gerne zu Ihnen heute persönlich sprechen, aber leider oder Gott sei Dank ist die Ampel gesprengt worden. Unser Land läuft auf Neuwahlen zu. Herr Scholz möchte erst die Vertrauensfrage im Januar stellen. Möglicherweise tut er es dann doch vor Weihnachten, womit ich auch persönlich rechne. Aber nichtsdestotrotz, wir laufen in Neuwahlen rein und das ist eine gute Nachricht. Das ist auch eine gute Nachricht für Sie. Wir haben Sie eingeladen, mit uns zu diskutieren, um Lösungen auszuarbeiten, denn uns geht es um eines. Uns geht es um Ihre sichere Zukunft. Uns geht es darum, dass Sie einen Betrieb bewirtschaften können, der sich auch letztlich rechnet und der nicht kaputt gemacht wird durch billige Importe, durch Bürokratie, durch Mindestlohnregelungen etc. pp.
Ich möchte auch ganz besonders die Bauern aus meinem Wahlkreis, im Bodenseekreis, begrüßen. Sie erlauben mir das, dass ich sie ganz gesondert begrüße. Denn ich habe mir sehr genau angehört, wie die Wertschöpfungskette der Obst- und Weinbauern im Bodenseekreis aussieht. Und dementsprechend halte ich es für unglaublich wichtig, dass wir zusammenarbeiten und dementsprechend auch Lösungen einbringen, die wir vor allen Dingen in der nächsten Legislatur hier aufs Trapez bringen und zur Entscheidung bringen, dass wir eine vernünftige Verantwortungspolitik für Sie machen können. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen und schönen Kongress und schon mal ein sehr schönes Wochenende. Ja, und jetzt sind wir auch gleich in der Praxis, aber ein Grußwort gibt es noch von Stefan Brotschka. Er ist der agrarpolitische Sprecher seit 2017 für die AfD-Bundestagsfraktion. Lieber Stefan, komm bitte nach vorne. Der Stefan hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch und noch einen Sonderapplaus. Danke für die vielen Glückwünsche. Der eine oder andere wusste es vorher schon. Der hat mir schon die Hand geschüttelt, aber das seht ihr mir, ihr seid mir am wichtigsten. Die deutsche Landwirtschaft ist mir am wichtigsten. Deswegen bin ich auch heute hier oben. Wobei ich muss gestehen, mir geht es ähnlich wie Alice Weidel. Wer weiß, ich bin ja neben, dass ich agrarpolitischer Sprecher bin, auch noch Landesvorsitzender Bayern. Und heute ist einmal das erste Wort gefallen, dass Neuwahlen schon am 19. Jänner Januar stattfinden könnten. Und das bringt mich jetzt ein bisschen in Zeitnot, da wir in Bayern natürlich auch noch eine Liste aufstellen müssen, weil wir wollen ja zur nächsten Bundestagswahl wieder antreten. Und von daher sitze ich jetzt schon ganz außen, weil ich natürlich vielleicht das ein oder andere Mal einen Raum verlassen muss. Wir haben ja noch eine kleine Telefonkonferenz jetzt dann zwischendurch. Aber ich glaube, bei meinem Kollegen Peter Felser seid ihr sehr gut aufgehoben. Der wird euch mit Sicherheit sehr, sehr gut durch die Veranstaltung hier durchleiten. Und wir haben sehr gute Vorträge. Und mich freut es auch, dass so viele Landwirte den Weg zu uns gefunden haben, sich auch trauen, Gesicht zu zeigen bei oder mit der AfD. Und da möchte ich jetzt den einen oder anderen, ich garantiere keine Vollständigkeit der Liste. Jeder hat vielleicht seinen Verband nicht mit angegeben, in den er vertreten ist. Jeder ist mir auch persönlich leider noch nicht bekannt, da ja anfangs noch sehr viel Distanz bestand zur AfD. Man wusste nicht, was wollen sie, wie sind sie drauf, wie ticken sie. Aber wir sind halt Menschen ganz normal aus dem Mittelstand wie Sie und ich und der Nachbar nebenan. Wir sind ganz normale Menschen, die irgendwann einmal Handwerk gelernt haben. Ich habe noch gelernt, die Kühe mit der Hand zu melken. Ich bin mit 6 Jahren am Traktor gesessen. Das kennt jeder mit Handgas. Wenn hinten dann die Rüben mit der Mistgabel noch geladen wurden seinerzeit. Also nicht wie heute, wo es ein bisschen einfacher geht. Also wir kommen alle ganz normal aus irgendwelchen Betrieben. Unser Augenmerk liegt halt einfach mehr auf Deutschland, mehr auf die heimische Wirtschaft, als irgendwie auf ausländische Wirtschaft und Gelder ins Ausland. Was mich ganz besonders freut, also wir haben ja auch Vertreter vom Deutschen Bauernverband, von LSV und von Freie Bauern eingeladen. Was mich ganz besonders freut, von LSV, also Landschaftsverbindung Deutschland e.V., sind zwei Vorstände anwesend vom Bundesvorstand. Das freut mich sehr herzlich. Ich nenne jetzt keine Namen, weil ich nicht weiß, ob es den einen oder anderen vielleicht dann unrecht ist, den Namen zu nennen. Deswegen lasse ich jetzt einfach mal den Namen weg. Dann haben wir Vertreter von Landschaftsverbindung Baden-Württemberg e.V., Landschaftsverbindung Hohenlohe Franken e.V., Landschaftsverbindung Sachsen e.V., Obst, Weinbauern Bodensee und vom Bayerischen Bauernverband anwesend. Ich habe immer geschimpft, der Deutsche Bauernverband kommt nicht, aber zumindest kommen die Bayern, wenn die Bayern rufen. Und das freut mich dann umso mehr, weil es ist ja auch die stellvertretende Kreisbäuerin vom BBV mit anwesend. Also auch bei den Frauen dringen wir schon langsam durch, weil es heißt immer, wir haben eine alte weiße Männerpartei. Aber auch bei den Frauen kommen wir schon langsam durch. Auch die Presse ist anwesend. Ich darf ganz herzlich
begrüßen auch bei uns in unseren Reihen. Angemeldet als Presse hat sich die Agrar Europe, also die größte Agrarzeitung, die es gibt, von der dann auch sehr viel abgeschrieben wird. Das ist sowas wie die dpa in der normalen Presse. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt. Wo sitzt du denn? Ich sehe gerade nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt mit der Aussage. Aber was die Agrar Europe schreibt, hat immer Rang und Namen auf der Presse. Dann haben wir die Stadtzeitung da und World Times Online. Das ist jetzt uns nicht so bekannt, aber anscheinend gibt es das. Aber auch da ist ein Journalist vertreten und wird über die Veranstaltung hoffentlich im positiven Sinne berichten. Was mich auch freut, wir haben einige Vertreter unserer Landtagsfraktionen hier anwesend. Das zeugt auch davon, dass die AfD immer mit einer Stimme spricht, nicht wie es immer wieder heißt. Der eine würde so sagen, der andere würde so sagen. Nein, wir sprechen mit einer Stimme und das im Gegensatz zu einer schwarzen Regierung oder einer schwarzen Partei, genannt CDU/CSU, die heute so sagen und morgen so sagen, gerade wo ihnen der Arsch hinhängt. Das gibt es bei uns nicht. Ich habe gesehen, habe ich jemanden aus unserer Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Hessen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Schleswig-Holstein, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern. Also ich hoffe, keinen vergessen zu haben, keinen irgendwie beleidigt zu haben, dass ich ihn jetzt vielleicht nicht extra genannt habe. Aber ich freue mich auf das Symposium, weil es ja nicht nur Austausch ist mit praktizierenden Landwirten, mit Verbänden, mit Presse, mit der Politik, sondern mich freut es auch, dass wir ihnen aufzeigen können, dass wir die ganzen Probleme, die wir jetzt in der Wirtschaft, in der Landwirtschaft haben, ja, in der ganzen Republik haben, dass die Probleme ja nicht nur von der Ampel kommen, die Ampel hat sich vielleicht ein wenig beschleunigt die letzten 3 Jahre, sondern dass die Probleme von der CDU kommen, von den Schwarzen kommen, dass die Probleme, die wir vor allem in der Landwirtschaft haben, kommen ja überwiegend aus der EU. Und wer ist in der EU führend? Das ist die von der Leyen, die ist von der CDU, früher hieß sie Flinten-Uschi. Sie war ja mal zuständig für die pinken Panzer, für die schwangeren Frauen, die wir in der Bundeswehr gebaut haben. Wo das Geld, nicht lachen, das ist tatsächlich so, Panzer für schwangere Frauen wurden tatsächlich geplant. Die pink waren sie dann nicht, das ist jetzt übertrieben von mir. Aber es wurden tatsächlich Panzer für schwangere Frauen geplant. Dass ihr mal seht, wie viel Ahnung die Leute von Politik haben, von irgendeiner Meinung haben. Die Frau hat man dann abgeschoben ins EU-Parlament und dort ist sie jetzt zuständig für Green Deal, für einen Diesel aus, für die Agrardieselrückerstattung, für alles Mögliche, was euch betrifft oder auch die ganze deutsche Wirtschaft betrifft, ist die CDU mitverantwortlich. Und 16 Jahre konnte die Union was ändern, wollte es nicht. 3 Jahre hat sie jetzt geschimpft auf die Ampelregierung, Gesundheit, hat sie jetzt geschimpft auf die Ampelregierung. Und jetzt bin ich mal gespannt, jetzt kann sie es dann mit Sicherheit wieder ändern. Sie wird es aber wieder nicht tun, weil sie kann es ja nicht, weil aus der EU andere Vorgaben kommen. Aber manchmal, ich muss jetzt leider noch, ich sage über Wählerbeleidigung macht man nicht, aber ich muss noch so einen kleinen Witz erzählen, wie mir das vorkommt, wenn jetzt das sein kann, dass die Union zwischen 30% und 34% an Umfragen hat. Also ich stelle mir das immer so vor. Man hat einen Lebenspartner oder Lebenspartnerin zu Hause, die bescheißt einen 16 Jahre lang, die geht dir fremd, die klaut dir das Geld, am Schluss klaut sie dir noch das Haus und dann schmeißt du sie raus, beziehungsweise dann ziehst du aus. Dann findest du eine neue und merkst 3 Jahre lang, oh Scheiße, die ist noch schlimmer, die bescheißt mich noch mehr, die nimmt mir noch mehr Geld, dann gehe ich wieder zur Alten zurück, weil die hat mich nicht so extrem beschissen. So kommt mir das vor, wenn die CDU, CSU wenn die CDU/CSU jetzt bei Umfragen zwischen 30% und 34% liegt, ich sage immer wieder, da muss ich heute halt mal was anderes probieren und dann deswegen gibt es auch die AfD. Und wie gesagt, wir haben jetzt vor 3-4 Wochen das 3. Corona-Symposium gehabt mit mittlerweile über 300 Gästen. Wir hatten vor 14 Tagen das Unternehmer-Symposium mit über 200 Gästen und wie gesagt, heute waren wir angemeldet, 172 oder 173 Gäste. Bis auf Vereinzelte sind alle hier im Raum oder vereinzelt dann oben, weil unten wird es dann ein bisschen eng. Wir hätten zwar offiziell genügend Plätze, aber es muss ja nicht so kuschelig sein, wenn wir viel genügend Plätze haben. Nicht, dass wir Corona nochmal durch die Weltgeschichte treiben hier in Deutschland. In dem Sinne, danke an alle, die den Weg hierher gefunden haben.
Danke an alle, die Gesicht zeigen. Danke an alle, die keine Angst davor haben, sich bei der AfD zu informieren, sich mit der AfD zu reden, weil über kurz oder lang werden wir Verantwortung übernehmen. Ob es jetzt 25 sein wird oder spätestens 29, werden wir auf Bundesebene Verantwortung übernehmen. Auch wenn die Frau Künast sagt, naja, wir sind nicht mehr lange in der Regierung, aber ihr werdet nie regieren. Man hat einmal über die Linken gesagt, sie werden nie regieren, und man hat einmal über die Grünen gesagt, sie werden nie regieren. Aber wir haben eine vernünftige Partei und wir werden regieren. Und wir werden dieses Land wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Und so, dass jeder deutsche Handwerker und jede deutsche Wirtschaft von seiner eigenen Hände arbeiten kann. Dankeschön, meine Damen und Herren. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Stefan, an deinem Geburtstag hier auf dem Symposium aufzutreten und dann gleichzeitig parallel die Neuwahl zu planen. Danke, dass du hier bist und das auch alles im Vorfeld mit organisiert und mit unterstützt hast. Keine Angst, das war es eigentlich schon an Politikern. Jetzt gehen wir in die Praxis. Was heißt das? Wir gehen jetzt zu Praktikern, die wirklich die Sorgen und Nöte zu Hause auf den Betrieben kennen, die Herausforderungen, die für einen Landwirt oder für einen größeren Betrieb anstehen. Wir können nur Schlaglichter bringen. Wir haben versucht, alles Mögliche abzudecken vom Kleinbetrieb, von den Sonderkulturen, aber auch die großen Betriebe, die es natürlich dann auch besonders hart trifft mit den Energiepreisen. Wir machen so, wir lassen diese Praktiker zu Wort kommen, bündeln erstmal und dann erst im zweiten Anlauf würde ich Sie danach dann bitten, Ihre Fragen zu stellen, Ihre Kommentare, Ihre Kritik oder Ihre Anregungen zu formulieren, weil wir ja auch wissen wollen, wie kommt es bei Ihnen an, was fehlt noch in der Lageanalyse, wo müssen wir noch genauer hinschauen und wo gibt es vielleicht in dem Bundesland oder in einer speziellen Branche noch ganz andere Herausforderungen. Unseren ersten Gast begrüße ich sehr, sehr gern, weil sein Vater Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und Ernährung war in der ersten Legislatur, die AfD hier seit 2017 machen durfte. Dieser erfahrene Kommunalpolitiker war damals der älteste Politiker der Alternative für Deutschland in der Bundestagsfraktion und hätte eigentlich die Alterspräsidentenrede halten dürfen. Wolfgang Schäuble hat das verhindert. Er hat noch im Sommer, bevor wir überhaupt in den Bundestag gekommen sind, hat er noch die Geschäftsordnung ändern lassen. Also wenn sich hier jemand fragt, wo es vielleicht Extremisten gibt, dann sicherlich nicht bei uns, sondern die Verfassungsfeinde, die sitzen auf der ehemaligen Regierungsbank. Wir machen gleich mal einen Aufschlag mit Ellard von Gottberg, der Vorstandsvorsitzender eines etwas größeren Betriebes ist. Also ich komme aus dem Allgäu, das sind 60 Stück Braunvieh, sind schon eine ganze Menge. Wir haben es hier mit einem Betrieb zu tun, der an 5 Standorten 2800 Hektar bewirtschaftet, darunter 700 Hektar ertragreiches Dauergrünland. Aber das wird er selber erzählen. Herr von Gottberg, ich bitte Sie nach vorne. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt auf die Lageanalyse. Wo steht die Landwirtschaft in Deutschland? Dankeschön. Ja, vielen Dank. Sehr verehrter Herr Potschka, sehr verehrter Herr Felser, sehr verehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Ihnen heute hier auf diesem Symposium unter dem Motto eine echte Alternative für die Landwirtschaft über die dringlichen Herausforderungen und möglichen Zukunftsperspektiven der deutschen Landwirtschaft hier zu Ihnen zu sprechen. Sie haben mir thematisch einen weiten Raum gelassen und das werde ich auch ausnutzen und darf also zu Ihnen sprechen zur Lage der deutschen Landwirtschaft, welche mir als wichtig erscheinen, die Aspekte, die mir als wichtig erscheinen, und die in der Kürze der Zeit allerdings auch nur angerissen werden können. Ich bin selbst praktizierender Landwirt und lebe und arbeite im Bundesland Brandenburg. Bis Ende 2014 war ich Mitglied und Ortsvorsitzender der CDU in einer Gemeinde in Schleswig-Holstein. Also habe ich zur Europawahl 2014 erst die CDU-Plakate aufgehängt in unseren Gemeindedörfern und dann in einer zweiten Runde
die spannenden AfD-Plakate, unter anderem mit dem Aufdruck Mut zur Wahrheit. Für mich immer noch als Motto unschlagbar. Die Wahrheit lässt sich auf Dauer niemals verstecken oder unterdrücken. Nichts ist so erfolgreich wie die Wahrheit. Das passt. Das passt auch zu Ihrer Feier am morgigen Tage anlässlich des 35. Jubiläums des Mauerfalls 1989. Ich möchte mit Ihnen gemeinsam reden über das Unternehmen, was ich leite, die FINA Agrargenossenschaft CESA, das Utopia-Prinzip, das ist die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Dann über die Bauernproteste unter dem Stichpunkt angekommen im Herbst der Entscheidung 2024, über das Treibhausgas-Emissionsproblem, welches ein deutsches ideologisches Problem ist, aber kein tatsächliches deutsches Problem. Und ich möchte mit Ihnen reden über die Hauptziele des Green Deal und Ihre falschen Schlussfolgerungen, die daraus resultieren. Und dann wollen wir vielleicht, wenn die Zeit noch reicht, gemeinsam ein bisschen Spaß haben und uns von zwei Kühen Landwirtschaft erklären lassen und das an dem Beispiel von zwei Kühen nachvollziehen. Ich bin Vorstandsvorsitzender der FINA Agrargenossenschaft CESA mit 40 Mitgliedern. Die Agrargenossenschaft liegt an der Autobahn A2, kurz vor der Landesgrenze Sachsen-Anhalt zwischen Magdeburg und Brandenburg an der Havel. Ich habe Ihnen eine Unternehmensbroschüre ausgeteilt. Dort finden Sie alle näheren Informationen. Weitere Broschüren liegen draußen auf den Tischen. Machen Sie davon reichlich Gebrauch. Wir bewirtschaften mit zwei Tochter-GmbHs 3000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, haben 1600 Rinder, 400 Mutterkühe, 450 Milchkühe, mästen unsere Bullen selber und ziehen auch das Jungvieh selbst auf. Wir wirtschaften in der Brandenburger Streusandbüchse auf 29 Bodenpunkten und haben eine sehr ungünstige Niederschlagsverteilung in der Hauptvegetationszeit. 27 Mitarbeiter sind bei uns beschäftigt. Wir betreiben PV-Anlagen auf Dächern, aber auch Freiflächen-PV-Anlagen, bieten Lohnarbeiten für unsere Nachbarn jeglicher Art an. Als konventioneller wirtschaftender Landwirtschaftsbetrieb sind wir voll auf die Förderanreize der derzeitigen Förderperiode der GAP 2023 bis 2027 eingestellt. Mit zwei zusätzlichen Tochter GmbHs besitzen wir die gesamte mechanische Unkrautbekämpfungstechnik eines Biobetriebes, weil wir derzeit sehr, sehr viel Geld für freiwillige ökologische Leistungen auf unseren landwirtschaftlichen Nutzflächen bekommen. Historisch bedingt gibt es viele Agrargenossenschaften in Ostdeutschland. Wir sind eine echte Agrargenossenschaft und das passt vielleicht auch zum Einstieg zum nachfolgenden Vortrag Alternative Agrarstrukturpolitik in Ostdeutschland. Die dritte Agrargenossenschaft in meiner unmittelbaren Nähe wird leider gerade verkauft. Ich kann nichts tun. Der Strukturwandel im Osten schreitet voran. Wir sehen, das Vermögen geht aus den Händen von vielen in die Hände von wenigen. Das ist eine bedenkliche Entwicklung. Die Genossenschaftsidee ist von Friedrich Wilhelm Raiffeisen vor über 150 Jahren entwickelt worden. Was einer alleine nicht schafft, schaffen viele. Von der UNESCO wurde die Idee und die Praxis der Genossenschaften als immaterielles Weltkulturerbe der Menschheit ausgezeichnet. Trotzdem schmilzt die Zahl der Agrargenossenschaften im Osten wie Schnee in der Sonne. Der Mensch ist wohl hierbei das Problem. Ich komme jetzt zum Utopia-Prinzip. Sie lesen die Folien selbst. Dabei geht es um den ständigen Vergleich mit Idealbedingungen, Utopien, der gerade bei uns im Westen zu einer zunehmenden und meines Erachtens künstlich geschaffenen Unzufriedenheit führt. Jedes real existierende Gesellschaftssystem ist nämlich mangelhaft und muss gegen Utopia verlieren.
Dabei scheidet der Westen umso schlechter ab, je mehr man die Realität anderswo auf der Welt ausblendet. Jede und jeder mäkelt an unserem System und berücksichtigt dabei nicht, dass wir gerade nicht in der Utopie eines unberührten Paradieses für Tier und Umwelt leben, sondern in einer realen Welt mit inzwischen 8 Milliarden Menschen und ihren Bedürfnissen. Wenn man die Realität der westlichen Gesellschaft, zum Beispiel beim Klimaschutz oder den Menschenrechten, hingegen mit der Realität in sozialistischen, kommunistischen oder islamistischen Ländern vergleichen würde, ergebe sich ein ganz anderes Bild. Dann würde sich nämlich zeigen, dass jüdisch-christliche Werte, Demokratie und Liberalismus gar keine schlechte Grundlage sind, um Gesellschaften zu gestalten. Die Migranten auf der ganzen Welt haben das offenbar erkannt. Ich frage mich ernsthaft, sind wir unterwegs in die richtige Richtung? Man gewinnt den Eindruck, dass Wirtschaft nicht mehr so wichtig ist. Der Staatseingriff wird zur Regel. Pflanzen und Tiere scheinen heute besser zu gedeihen, wenn man sie mit Ideologie düngt. Die gute landwirtschaftliche Praxis scheint der Zukunft gar im Wege zu stehen. Die verschiedenen Reduktionsansätze und geplanten Regelungen von Bundesregierung und EU sind kaum noch zu überblicken. Mehr Wirtschaft und weniger Ideologie sind nötig. Ich komme zu den Bauernprotesten, angekommen im Herbst der Entscheidung 2024. Das war ein Motivationsbild, was Sie hier sehen, für unsere Kolonnenführer. Ich bin Vorstandsmitglied des Kreisbauernverbandes Potsdam-Mittelmark. Wir bündeln und organisieren unsere Bauernproteste mit unseren Nachbarlandkreisen Havelland und Teltow-Fleming. Der Treckerkorso nach einer vorausgegangenen Großkundgebung mit 1200 Fahrzeugen zur Staatskanzlei nach Potsdam am 8. Januar mit anschließendem Gespräch beim Ministerpräsidenten war 12 Kilometer lang. Der Stimmungseinbruch bei uns Landwirten hält bis heute an. Die erschütternde Bilanz des Strukturwandels der Landwirtschaft in den letzten 10 Jahren zeigt, dass 39.000 landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland aufgegeben haben. Das Höfesterben geht dynamisch weiter. Die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft in Deutschland nimmt durch immer neue Auflagen weiter ab, während in Osteuropa mit Unterstützung der EU Hühner-, Schweine- und Rinderfabriken entstehen, für die deutsche Tierwohl- und Umweltschutzregeln nicht gelten und die folglich konkurrenzlos günstig wirtschaften und produzieren können. Trotz Rekordsteuereinnahmen von über 900 Milliarden Euro pro Jahr war der Ampelregierung Ende 2023 das Geld, unser Geld, ausgegangen. Das war der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Stetig steigende Auflagen, Erlöskürzungen trieben uns Bauern auf die Straße. Die Landwirtschaft hat ihre Klimaschutzziele erreicht. Aber neue, massive Steuererhöhungen stehen uns allen in unserem Land bevor. Und das trifft am Ende uns alle, die Endverbraucher. Und so nahmen wir Landwirte im Dezember 2023 die Herausforderung an und wir folgten unserem Bauernpräsidenten Ruckwied, der gesagt hatte, wir werden ab 8. Januar in diesem Land präsent sein, wie es dieses Land noch nicht gesehen hat. Die Steuerzahler und die Landwirte sollen für die Versäumnisse der Regierung und die unsachgerechte und verfassungswidrige Haushaltspolitik bezahlen. Das ist mit uns nicht zu machen. Das Haushaltsdesaster der Ampelregierung abgewälzt auf unsere Schultern tragen wir Landwirte nicht mehr. Die Politik, die Regierung macht die Bauern und Bürger zu Melkkühen ihrer verfehlten Politik. Wir Bauern, die für qualitativ hochwertige Lebensmittel sorgen, werden zur Kasse gebeten. Jeder Euro mehr Belastung für uns Landwirte ist ein Euro zu viel. Wir fordern weiterhin die Bundesregierung auf, die geplanten Streichungen komplett zurückzunehmen. Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist gefährdet, der Selbstversorgungsgrad sinkt. Wir Landwirte können die gestiegenen Kosten nicht weiterreichen. Beim Agrardiesel gibt es keine Alternative. Den Betrieb, den ich leite, da reden wir über 100.000 Euro. Wir benötigen in der Landwirtschaft schwere Arbeitsmaschinen, für die es keine Alternative gibt. Wo ist denn nun der vielbeschworene Bürokratieabbau? Es ist nichts passiert. Der Grund, warum wir protestieren, ist auch, wir brauchen einen Politikwechsel. Heute ist der grüne Aufprall auf den Boden der Realität hart und die Ampel ist noch umzingelt von der Wirklichkeit und den deutschen Bauern.
Das Ende der grünen Fortschrittserzählung ist nun gekommen und eines weiß die Politik ganz genau. Wir Bauern fahren jederzeit mit tausenden Traktoren wieder nach Berlin und das ist unsere Wirkmächtigkeit. 80% der Landbevölkerung. Steht hinter ihren Bauern, denn wir Bauern sind die staatstragende Landbevölkerung. Wir Bauern sind die Mitte der Gesellschaft. Wir kümmern uns um den ländlichen Raum. Wir kümmern uns um die Feuerwehren, die Sportvereine, die Kirchen. Wir halten die Landschaft sauber. Wir unterstützen das Kleingewerbe, die Polizei, den Katastrophenschutz und die Bundeswehr. Wir Bauern warten auf das endgültige Ende der Ampelregierung. Wir Bauern haben keine Kompromisse, haben keinen Platz für Kompromisse. Wir erwarten auch von der CDU, dass sie hinter ihrer links-grünen Woken-Brandmauer hervorkommt, hinter der sie sich selbst eingeschlossen hat. Treibhausgasemissionen sind ein deutsches ideologisches Problem. Treibhausgasemissionen sind kein deutsches tatsächliches Problem. Sie sehen hinter mir die Grafikentwicklung der Treibhausgasemissionen. Lesen Sie selbst, die Grafik ist erklärbar. Unter der Überschrift Katastrophe auf Raten lasen wir in der Zeitschrift Der Spiegel vom 11. August 1974. Auf der nördlichen Halbkugel wuchs mit Packeis und Gletschern bedeckte Fläche um 12%. Am Polarkreis wurden die kältesten Temperaturen seit 200 Jahren gemessen. Auf Island ging die Heuernte um 25% zurück. In Argentinien, Indien und Südafrika sanken im letzten Winter die Temperaturen auf Werte, wie sie seit Beginn der wissenschaftlichen Wetterbeobachtungen vor 300 Jahren noch nie registriert wurden. Halte die gegenwärtige Klimaverschlechterung an, so warnt der Direktor des Institutes für Umweltstudien der Universität von Wisconsin, so werde eine 500 Millionen Menschen verhungern. Globale Kälteperioden dauern normalerweise 30 Jahre. Eine Kälteperiode steht bevor. Das war 1974. Also genau vor 50 Jahren war es trotz hohen CO2-Ausstoßes der weltweiten Industrie also entschieden zu kalt. Und was kam dann? Dann kam die Abschlusserklärung auf der Weltnaturkonferenz 2023 im kanadischen Montreal. Dort bekennen sich rund 200 Staaten dazu, mindestens 30% der weltweiten Land- und Meeresfläche bis 2030 unter Schutz zu stellen, mehr Geld für den Schutz der Artenvielfalt auszugeben, die Risiken aus Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln zu halbieren. Länder des globalen Südens sollen bei der Umsetzung der Vereinbarung jährlich bis 2025 mit jeweils umgerechnet 18 Milliarden und bis 2030 mit umgerechnet 29 Milliarden Euro unterstützt werden. Deutschland verfolgt in seinem Klimaschutzgesetz das Ziel, bis 2045 Treibhausgasneutralität zu erreichen. Das Bundesverfassungsgericht hat beim Klimaschutz eingefordert, die Rechte der zukünftigen Generationen zu schützen. Die Bundesregierung sagt und nimmt als Ziel, mit innovativen Lösungen, die alle Aspekte der Nachhaltigkeit vereinen, kann Deutschland eine Strahlwirkung auf Staaten entwickeln, die Klimaschutz bislang nachrangig behandeln. Und so weiter und so weiter. Sie kennen das alles. Wir sehen hier eine Übersicht, eine Grafik. Diese Grafik stellt einen landwirtschaftlichen Betrieb dar. Hier wird eine zweite Buchhaltung aufgemacht, die über die Treibhausgasemissionen, die in diesen Betrieb, landwirtschaftlichen Betrieb reingehen, rausgehen, die umgesetzt werden im Innenumsatz dieses Betriebes. Das ist tatsächlich eine neue Buchhaltung, die würde vollkommen die landwirtschaftlichen Betriebe im Papierkrieg versinken lassen. Das ist vollkommen irre. Selbst die DDR hat diese planwirtschaftlichen Ansätze nicht gehabt. Ich komme zum Ausblick und zum Ergebnis. In seinem Roman 1984 aus dem Jahre 1949 lässt George Orwell regelmäßig Raketen auf London niedergehen, die wohl von der eigenen Regierung abgefeuert werden, weil eine Bevölkerung in steter Angst vor einem abstrakten Feind einfach leichter zu regieren ist. Das Erreichen der Klimaneutralität ist die Treibladung der heutigen Argumentationsraketen.
Die Dimension der klimabestimmenden Faktoren ist schlicht zu chaotisch und unermesslich, als dass sich mit noch so viel Computerleistungen diese Faktoren erfassen ließen. Das Klima lässt sich nicht bestimmen und vorhersagen. Die ungleichmäßige Aktivität der Sonne und auch der Vulkane und vieles andere entziehen sich der menschlichen Einflussnahme und längerfristiger Vorhersehbarkeiten. Am 23. Februar 2017 sandten 300 Wissenschaftler eine unterzeichnete Petition gegen unsinnige Klimamaßnahmen an den amerikanischen Präsidenten 2017, mit dem Erfolg, dass die USA im Sommer 2017 ihr Ausscheiden aus dem Pariser Klimaabkommen bekannt gab. Für den Bestand der Menschheit besteht keine Gefahr. Bis heute haben sich alle Hypothesen zur Endlichkeit fossiler Ressourcen als unwahr erwiesen. Die weltweiten Agrarflächen, bewirtschaftet nach unserem Wissen, nach unserem europäischen Wissen, haben noch erhebliche Ertragspotenziale. Für uns Christen geschieht gewiss nichts am Willen Gottes vorbei. Wir haben allen Grund, den Dingen gelassen entgegenzusehen. Das Hauptziel des Green Deal ist es, Europa bis zum Jahr 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt umzubauen. Deutschland soll das Ziel bereits 2045 erreichen. Bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen um 65% gegenüber 1990 in Deutschland gesenkt werden. Wenn ein Landwirt klimafreundlich produziert, soll er Prämien bekommen. Gibt er seine Daten nicht preis, wird er mit einer Pauschalsteuer belegt. An den Außengrenzen der EU wären dann Schutzzölle einzuführen, die sogenannten Kohlenstoffsteuern. Wie können wir mit diesem Wissen eine Lösung für die Landwirtschaft entwickeln? Meine Ausführungen stütze ich auf die Aussagen des Agrarökonomen Herrn Professor Harald Witzke. Deutschland und die EU sind Gunststandorte für die Produktion von Nahrungsmitteln. Sie kommen ihrer moralischen Verpflichtung im Kampf gegen Hunger und Klimawandel nicht nach. Konsumenten, Landwirte, Steuerzahler und Medien werden über die wahren Klima- und Umwelteffekte von Produktivität und Innovation in der Land- und Ernährungswirtschaft getäuscht. Denn die Umstellung auf Ökoproduktion halbiert nicht nur die direkten Klimagasemissionen, sondern auch den Flächenertrag. Jeder Prozentpunkt Minderproduktion allein in Deutschland führt zu einer zusätzlichen Flächenausdehnung von 130.000 Hektar weltweit. Jeder Prozentpunkt Ertragssteigerung in der EU vermindert die global benötigte Landwirtschaftsfläche um 1,2 Millionen Hektar. Die Treibhausgasemissionen der Milch- und Fleischproduktion stehen in einem direkten Verhältnis zur Produktivität. Wenn die Kühe einer 200 Tiere umfassenden Herde statt 4.000 Kilo Milch im Jahr 10.000 Kilo produzierten, braucht man nur 80 Kühe, um die gleiche Menge Milch im Jahr zu erhalten. Der Methanfußabdruck je Kilogramm Milch sinkt dann um 47%. Bei einer weiter wachsenden Weltbevölkerung stammen 70-80% der weltweiten Emissionen aus der Tierproduktion aus den Entwicklungs- und Schwellenländern. Dort werden nur die Viehherden vergrößert, nicht die Effizienz. Das ist das Problem. Farmer in Indien und Brasilien halten heutzutage mehr Rinder als der gesamte Rest der Welt zusammen. In den USA haben wir 9 Millionen Kühe, in Indien 300 Millionen Kühe. In Indien könnte die gleiche Menge Milch pro Kuh produziert nach unseren europäischen Leistungsniveaus von heute mit nur 10% der Herdengröße produziert werden. Der Rückstand allerdings hinter mitteleuropäischen Standards beträgt Jahrzehnte. Landwirte in Deutschland sollten vor der Diskussion um die Methanemissionen keine Angst haben. Wir können als Lösung fungieren. Ich komme zum Fazit. Bei der Umstellung auf Ökoproduktion und Extensivierung von Agrarflächen in Europa wird weit mehr Klimagas weltweit freigesetzt, als an heimischen Emissionen eingespart wird und führt zu weltweiten Agrarflächenausdehnungen. Nur mit einer modernen, produktiven und innovativen Landwirtschaft ist es möglich, quantitativ, qualitativ und nachhaltig eine hochwertige Nahrungsversorgung sicherzustellen. Wir haben jetzt 25 Minuten um. Wir könnten jetzt noch Wirtschaft erklären am Beispiel von zwei Kühen. Haben wir noch Zeit dafür? Gut. Die Ampelregierung,
die ist ja nun Geschichte, machte die Bauern und Bürger zu Melkkühen ihrer verfehlten Politik. Ob wir eine Alternative zur Ampel bekommen, ist ja auch noch die Frage. Milchkühe sind für uns Bauern sympathische Nutztiere mit einem Mehrfachnutzen wie Milch, Fleisch, Nachzucht, Leder, Horn, Fleischknochenmehl und vieles mehr. Kühe können einem das Wirtschaften erklären, denn wer heute noch Kühe hat, muss wirtschaften können. Ich habe eine Aufstellung gefunden, mit der die Wirtschaftspolitik anhand von zwei Kühen erklärt wird. Es gibt verschiedene politische Ansichten, die sich auf diese zwei Kühe beziehen. Hier sind einige Beispiele. Sie sind Christdemokrat. Sie besitzen zwei Kühe. Ihr Nachbar besitzt keine. Sie behalten eine und schenken ihrem armen Nachbarn die andere. Danach bereuen sie es. Sie sind Sozialist. Sie besitzen zwei Kühe. Ihr Nachbar besitzt keine. Die Regierung nimmt ihnen eine ab und gibt diese ihrem Nachbarn. Sie werden gezwungen, eine Genossenschaft zu gründen, um ihrem Nachbarn bei der Tierhaltung zu helfen. Sie sind Sozialdemokrat. Sie besitzen zwei Kühe. Ihr Nachbar besitzt keine. Sie fühlen sich schuldig, weil sie erfolgreich arbeiten. Sie wählen Leute in die Regierung, die ihre Kühe besteuern. Das zwingt sie, eine Kuh zu verkaufen, um die Steuern bezahlen zu können. Die Leute, die sie gewählt haben, nehmen dieses Geld, kaufen eine Kuh und geben diese ihrem Nachbarn. Sie fühlen sich rechtschaffen. Udo Lindenberg singt für sie. Sie sind Freidemokrat. Sie besitzen zwei Kühe. Ihr Nachbar besitzt keine. Na und? Sie sind Kommunist. Sie besitzen zwei Kühe. Ihr Nachbar besitzt keine. Die Regierung beschlagnahmt beide Kühe und verkauft ihnen die Milch. Sie stehen stundenlang für Milch an. Die Milch ist sauer. Sie sind Kapitalist, sie besitzen zwei Kühe. Sie verkaufen eine und kaufen einen Bullen, um eine Herde zu züchten. Was macht die EU-Bürokratie? Sie besitzen zwei Kühe. Die EU nimmt ihnen beide ab, bezahlt ihnen dafür eine Entschädigung, tötet eine, melkt die andere, bezahlt ihnen auch dafür eine Entschädigung und schüttet die Milch dann in die Nordsee. Sie sind Engländer, sie besitzen zwei Kühe. Beide sind wahnsinnig. Sie sind Franzose. Sie sind Franzose, sie besitzen zwei Kühe, sie streiken, weil sie drei Kühe haben wollen. Sie gehen Mittagessen, das Leben ist schön. Sie sind Italiener, sie besitzen zwei Kühe, aber sie wissen nicht, wo sie sind. Während sie suchen, sehen sie eine schöne Frau. Sie machen Mittagspause, das Leben ist schön. Das war die Wirtschaftspolitik erklärt am Beispiel von zwei Kühen. Ich komme nun zum Schluss. Das Ende der grünen Fortschrittserzählungen ist nun da. Wir Bauern kämpfen für unsere Zukunft, für unser Land, für unsere Familien. Wir Bauern sind die staatstragende Landbevölkerung und reichen jedem die Hand, mit anzufassen, damit es mit Gottes Hilfe wieder vorwärts geht. Bei uns in Potsdam gegenüber dem Landtag an der Nikolaikirche steht es geschrieben. Gott spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Auf jeden Fall wird Gott bei uns sein, bei uns Bauern sein, bis an das endgültige Ende der Ampelregierung. Vielen Dank. Keine Kompromisse, so kenne ich Sie. Ganz herzlichen Dank für diesen Vortrag. Warten Sie bitte noch. Wir haben dann später noch Zeit, Fragen zu stellen. Aber wir sind schon vor Neuwahlen. Wir müssen jetzt schon sparen, aber einen kleinen Koffer aus Berlin wollte ich Ihnen mitgeben als Andenken, als kleine Wertschätzung. Denken Sie an uns, denken Sie dran, die alternative Agrarpolitik, die wird es nur hier aus Berlin geben. Vielen Dank fürs Kommen und wir haben danach noch eine Fragerunde. Ganz herzlichen Dank. Wir bleiben in der Praxis. Mein nächster Redner hat 150 Hektar im Nebenerwerb, hat auch eine Angus-Zucht mit Mutterkuhhaltung, mit Angus-Rindern und eben einen Grünlandbetrieb. Herr Dr. Hartwig Kurt ist schon unterwegs zu uns. Sie werden über alternative Agrarstrukturpolitik in Ostdeutschland sprechen. Herr Dr. Kurt, ich habe die Bundesregierung mal gefragt, wem gehört eigentlich das Land in Mitteldeutschland oder in Ostdeutschland? Wem gehört eigentlich die Fläche? Wem gehört das eigentlich? Und die Antwort war für mich sehr, sehr ernüchternd. Mehr als ein Drittel.
sind Spekulanten, die landwirtschaftsfremde Investoren sind, also aus Holland, aus Berlin, bis aus China, bis aus Dänemark. Das hat mich sehr, sehr erschüttert. Ich bin sehr gespannt über Ihren Vortrag. Herr Dr. Kurt. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Abgeordnete, meine Damen und Herren, in diesen brisanten Tagen, politisch brisanten Tagen, ist es schon etwas schwierig, Sie für das Thema Agrarstrukturpolitik im Osten zu begeistern. Das sehe ich schon ein. Trotzdem will ich mal versuchen, Ihnen dieses Gebiet schmackbar zu machen. Ich bin ein Bauer aus Mecklenburg, 74 Jahre alt, habe 4 Kinder, 7 Enkelkinder, dazu eine fleißige Frau, die schon 30 Jahre unsere Bürgermeisterin ist und fast so lange Amtsvorsteherin. Was ich Ihnen jetzt erzähle, habe ich selbst erlebt und so ein bisschen zugeschnitten auf den morgigen Tag. Ich möchte aufzeigen, warum es zur Wende eine völlig andere Agrarstruktur in den ostdeutschen Ländern gab als in Westdeutschland und was wir im Osten bis dahin durchgemacht haben. Zunächst aber möchte ich Ihnen etwas zur Bedeutung der Bauern für unsere Partei, für die AfD sagen. Die Ampelkoalitionäre mit ihrem türkischstämmigen Landwirtschaftsminister haben die Bauern unterschätzt. Sie waren offenbar der Meinung, dass die immer weniger gewordenen Bauern keine Rolle mehr bei Wahlen spielen und der Tisch mit Nahrungsmitteln üppig gedeckt ist. Aber als die Bauern mit ihren großen Traktoren nach Berlin und Brüssel fuhren und dabei wie eine Armee aussahen, erschraken unsere Regierenden im Bund und in der EU. Die Bauern sind die Unternehmer auf dem Land. Ihre Höfe haben oft eine jahrhundertelange Tradition und sind Teil der Kultur in unseren Dörfern. Die Bauern gestalten in einem hohen Maße das öffentliche Leben auf dem Lande. Mein Vorredner hat das schon angeführt. Wenn wir die Bauern für uns gewinnen, folgt uns der gesamte ländliche Raum. Davon bin ich überzeugt. Die jüngsten Wahlerfolge unserer Partei in Sachsen, Thüringen und Brandenburg basieren auch auf dem hohen AfD-Wähleranteil im ländlichen Raum. Hier spielen die Bauern eine entscheidende Rolle. Für die einzelbäuerlichen, mittelständigen Betriebe ist die AfD die große Hoffnung. Wenn Sie meinen Darlegungen folgen, werden Sie erkennen, wie oft die Bauern in Ostdeutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges schon von der Politik betrogen worden sind. Daraus resultiert eine große Skepsis gegenüber jeder Partei, auch heute und jetzt. Die AfD muss nun in der Agrarpolitik klare Aussagen treffen, wenn sie die Bauern auf Dauer als Stammwähler gewinnen will. Wir müssen Wege aufzeigen, wie wir die Agrarstruktur in Ostdeutschland wieder genesen lassen und wie wir insgesamt die deutsche Landwirtschaft vom Filz der EU befreien. Nun zur Geschichte der ostdeutschen Landwirtschaft. Als ich 1950 geboren wurde, war die Bodenreform in der Ostzone schon Geschichte. Junkerland in Bauernhand hieß es damals. 1948, als 7.160 Großgrundbesitzer und 4.537 sogenannte Nazi-Aktivisten enteignet wurden. Großgrundbesitzer waren Betriebe über 100 Hektar. Aus dem enteigneten Bodenfonds wurden kleine Neubauernstellen mit maximal 10 Hektar gebildet. Sie gingen an ehemalige Gutsarbeiter und zu 43% an Vertriebene. Bodenreformland durfte nicht verkauft, verpachtet oder beliehen werden und konnte nur an Nachkommen vererbt werden, die in der Landwirtschaft tätig waren. Neben den Neubauernstellen wurden aber auch ganze Güter verstaatlicht zu volkseigenen Gütern. Diese VEG hatten den Auftrag, den züchterischen Fortschritt in der Saatzucht und Tierhaltung zu sichern. Daneben gab es die Altbauern. Die Kommunisten brauchten sie für die Ernährung des Volkes. Nach der Bodenreform folgte dann unter Führung von Walter Ulbricht der nächste Schritt zur sozialistischen Umgestaltung auf dem Lande.
Nach dem Vorbild der Kolchosen in der Sowjetunion wurden 1952 die ersten LPG, also landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften, gegründet. Das Ziel des sogenannten ersten sozialistischen Frühlings war, alle Einzelbauern in diese Genossenschaften zu treiben. Vom Ich zum Wir hieß die Parole. Viele große Höfe der in der Bodenreform enteigneten und geflohenen standen leer. Dort zogen die LPG ein. Dazu kamen einige Neubauern, die nie einen Betrieb geführt hatten, nicht selbstständig wirtschaften konnten und auch kein eigenes Vieh besaßen. Aber es ließen sich auch einige schwächere Einzelbauern schon damals von den Propagandisten der SED-Kreisleitung überzeugen und traten in die LPG ein. Doch die Wirtschaft der LPG lief schlecht. 1953 drohte in der Ostzone eine Hungersnot. So wurde es in der westdeutschen Presse angekündigt. Und damit entstand eine große Unruhe in der DDR. Der Volksaufstand kündete sich an. Am 3. März 1953 starb Stalin. Danach wurde Ulbricht nach Moskau bestellt und ihm wurde angewiesen, die Zwangskollektivierung der Einzelbauern zurückzustellen. Im Gegenteil, die Einzelbauern sollten mit zusätzlichen Prämien an eine höhere Produktion interessiert werden. In den Dörfern wurden sogenannte Erfasser eingesetzt. Sie kontrollierten die Tierbestände der Einzelbauern und legten ein Soll fest. Das war Anzahl Schlachtschweine, Anzahl Schlachtrinder, Milch pro Jahr und so weiter. Wer darüber hinaus lieferte, bekam zum Beispiel 100 Mark zusätzlich für ein Schlachtschwein. Man nannte das damals freie Spitzen. Wenn der Bauer selber für die Eigenversorgung der Familie schlachten wollte, benötigte er dafür eine Genehmigung vom Erfasser. Aber der Volksaufstand 1953 konnte nicht mehr verhindert werden. Dafür kamen die Lockerungen der Kommunisten zu spät. Aus dieser Zeit müssen wir wissen, dass der Druck der Zwangskollektivierung eine wesentliche Ursache des Volksaufstandes 1953 war. Die Bauern hatten einen erheblichen Teil daran, was oft von den Historikern verschwiegen wird. 1 Million Menschen erhoben sich in 700 Orten der DDR, darunter auch in vielen Dörfern und kleinen Städten. Die Bauern setzten SED-Funktionäre ab und übten Gewalt gegen Orte und Symbole der Kommunisten. Vom sozialistischen Frühling hörte man nach dem Volksaufstand vorerst nichts mehr. Mein Vater hatte diese Krisenzeit gut überstanden. Mitte der 50er Jahre bis 1961 kann ich mich an eine glückliche Zeit auf unserem Hof erinnern. Trotz großzügiger staatlicher Förderung der LPG, so wurden in den Dörfern Maschinenausleihstationen gegründet, die den LPG zur Verfügung standen. Die LPG erhielten zinslose Kredite oder besondere Düngerkontingente. Aber es half nichts, sie wirtschafteten nach wie vor schlecht. Ich kann mich an ein Werbeschild, sage ich mal, erinnern, an einer Scheune, einer LPG, da stand: Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Ein Schelm hatte nachts darunter geschrieben: Ohne Sonnenschein und Gott geht die LPG bankrott. Die Versorger des Volkes waren weiter die Einzelbauern. 1960 folgte dann der zweite Anlauf der Partei und Staatsführung zur hundertprozentigen Kollektivierung der Landwirtschaft. Sie nannten es Klassenkampf auf dem Lande. Abends erschienen der LPG-Vorsitzende, sein Parteisekretär, ein Vertreter des Kreises und auch ein Polizist bei den Einzelbauern. Letzterer legte oft seine Pistole auf den Tisch. Am Tage fuhren Pkw mit Lautsprecher durch die Dörfer. Der Druck war enorm. Einige Bauern wurden eingesperrt und unter unwürdigen Bedingungen inhaftiert. Andere nahmen sich das Leben. Man spricht von 200 Suiziden. Die meisten flohen in den Westen. Insgesamt waren es 111.000 Bauern, die bis zur Schließung der Grenze die DDR verließen. Aber es gelang nicht, alle Einzelbauern in die LPG zu treiben. Deshalb gab es für die Hartnäckigsten eine Zwischenlösung. Die LPG von Typ 1. So gründete auch mein Vater mit weiteren 6 Einzelbauern unseres Dorfes die LPG Typ 1. Nun konnten wir unser Vieh selber behalten und auch
unsere Wiesen individuell nutzen. Nur der Acker wurde gemeinschaftlich bewirtschaftet. So war unser Hof für das Erste gerettet. Aber Zukunft hatte das Ganze nicht. Die Bauern der LPGen vom Typ 1 waren Fremdkörper bei der sozialistischen Umgestaltung auf dem Lande. In der angestrebten kommunistischen Gesellschaft durfte es keinen Privatbesitz an Produktionsmitteln geben. Die DDR mauserte sich nach der Grenzschließung 1961. Auf der Grundlage eines guten Bildungssystems wurden auch für die Landwirtschaft Berufsschulen und Fachschulen eingerichtet, wo junge Menschen zu Meistern, Facharbeitern und staatlich geprüften Landwirten ausgebildet wurden als künftige Fachkräfte der LPGen. Daneben aber lief weiter die ständige Propaganda. Sie sollte die Menschen auf dem Lande davon überzeugen, dass die großflächige Produktion nach dem sowjetischen Vorbild von der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen, die Zukunft ist. Ab 1965, ich war 15 Jahre alt und hatte auf die Oberschule verzichtet, weil ich auf dem Hof gebraucht wurde, besuchte ich eine Schule in Ortsnähe zur mittleren Reife. Vor dem Unterricht musste ich Kühe melken mit der Hand. Melkmaschinen gab es nur für die LPGen. Eines Tages hörte ich ein Gespräch zwischen unserem Tierarzt und meinem Vater. Sie hatten nicht bemerkt, dass ich auch im Stall war. Der Tierarzt sagte: Lassen Sie den Jungen gehen, Sie haben keine Chance in diesem Staat. 1965, 4 Jahre nach dem zweiten sozialistischen Frühling, traten die letzten 6 Bauern unseres Dorfes in die LPG Typ 3 ein. Entsprechend der Hektargröße des Betriebes wurde ein Pflichtinventarbeitrag pro Betrieb festgelegt. Dieser konnte in Geld, aber auch als Vieh entrichtet werden. Wir übergaben den gesamten Viehbestand. Mistige Viehhänger fuhren auf unseren Hof und luden nacheinander unsere Kühe und Schweine auf. Die Schafe und das Federvieh konnten wir behalten. Die beiden Pferde blieben noch ein paar Tage. Dann an einem Sonntagnachmittag hielt ein Viehhänger vor unserem Haus. Sie trauten sich nicht mehr, auf den Hof zu fahren. Ohne ein Wort holten sie die beiden Pferde aus dem Stall. Mit dem Trakehnerfuchs hatte ich meine ganze Kindheit erlebt. Wir wechselten die letzten Blicke, bevor er den Viehhänger bestieg. Dann gingen alle in die Küche und weinten. Ich sah, wie mein Vater die Fäuste geballt hatte. Es war einer der emotionalsten Augenblicke in meinem Leben. Mein Vater war Zimmermann und hatte in unseren Hof eingeheiratet. Als Zimmermann durfte er nun in der Baubrigade der LPG arbeiten. 1982 überließ er mir den Hof und das Land. Es stand ja noch in unserem Grundbuch. Vieh und Technik hatte der Hof nicht mehr. Im Juli 1989 starb mein Vater. Den Mauerfall hat er nicht mehr erlebt. Ab 1961 stabilisierten sich die LPGen, weil die eingetretenen Bauern nun ihr Fachwissen mit einbrachten. Mitte der 60er Jahre wurde die LPG meines Dorfes mit der des Nachbardorfes zusammengeschlossen und Anfang 1970 wurden weitere LPGen zusammengeführt, zu einer Groß-LPG mit 4.500 Hektar Acker. Dann wurde die Tierproduktion von der Pflanzenproduktion getrennt. Unter Gerhard Grüneberg, Sekretär für Landwirtschaft im Politbüro, begann dann die Industrialisierung der Landwirtschaft. So wurden Milchviehanlagen mit 2000 Kühen oder Rindermastanlagen mit 18.000 Rindern und ebenso große Schweineanlagen errichtet. Einige dieser Anlagen standen unter Regierungskontrolle als Testanlagen. Man nannte sie paritätische Regierungskontrollanlagen. Sie sollten später in der Sowjetunion in Serie gebaut werden. In Königshausen wurde in den 70er Jahren das Kombinat Industrielle Mast gegründet. Zu den KIM-Betrieben gehörten auch die Geflügelanlagen. Mein Cousin Dieter Kurt gehörte zum Leitungsstab des Kombinates. Er hatte die spezielle Aufgabe, an alle afrikanischen Staaten Hühnerbatterien zur Käfighaltung zu verkaufen. Bis auf ein Land ist ihm das gelungen. In der DDR wurde produziert auf Teufel komm raus. Die Partei und Staatsführung hatte erkannt,
dass man mit landwirtschaftlichen Produkten Devisen erwirtschaften konnte. In der Nachbarschaft meines Heimatdorfes entstand eine spezielle Mastanlage mit 18.300 Tierplätzen für weibliche Rinder. Ende der 70er Jahre tauchte dort sogar Franz Josef Strauß auf und es wurde gemunkelt, dass mit dem Fleisch dieser Anlage die gesamten Kanarischen Inseln versorgt wurden. Die Produkte waren von hoher Qualität und billig. Kurz vor der Wende bekam die DDR für ein Ei einen halben Pfennig. Nachdem unser Betrieb in die Genossenschaft eingebracht war, absolvierte ich eine Lehre in einem volkseigenen Gut und holte das Abitur nach. Im Anschluss besuchte ich die landwirtschaftliche Fakultät der Universität Rostock und erwarb 1974 das Diplom im Fach Tierproduktion. Danach erhielt ich eine außerplanmäßige Aspirantur und arbeitete in der Forschung. 1977 promovierte ich zum Thema industriemäßige Haltungsverfahren in der Fersenvornutzung. Und dann kam das Unausweichliche. In der Forschung wollte ich nicht bleiben, weil ich ein Gegner der industriemäßigen Tierproduktion war. In die Politik und Verwaltung zog es mich schon gar nicht. Also wurde ich Vorsitzender eines großen Zuchtbetriebes, eben einer LPG, die ich vor zehn Jahre zuvor noch so gehasst hatte. Es war aber nicht die LPG in meinem Heimatdorf, sondern ein Rinderstammzuchtbetrieb mit staatlich anerkannter Pferdezucht im heutigen Land Brandenburg. Der Betrieb lag in der Prignitz. Es war ein Vorzeigebetrieb. 40 Kilometer von unserem Stammbetrieb bewirtschafteten wir noch auf 7 Dörfern an der Elbe die Elbwiesen, auf denen unser Jungvieh weidete. Rinderstammzuchtbetriebe, um das mal kurz zu erklären, sind ja die Spitzenbetriebe in der Milchproduktion, die die Stammkühe halten. Das sind die sogenannten Bullenmütter, die mehrmals in ihrem Leben bonitiert werden. Und dann werden von ihnen die Zuchtbullen produziert. Wenn die sich dann durchsetzen, dann sind sie sehr wertvoll, weil sie ja über die künstliche Besamung eine sehr große Reproduktionsleistung erbringen können und damit für den züchterischen Fortschritt in der Milchproduktion verantwortlich sind. In der Pferdezucht ist vielleicht auch ganz interessant, heute nochmal daran zu erinnern, mussten wir 4-jährige Reitpferde für den Export in die Bundesrepublik Deutschland bereitstellen. Je mehr 4-jährige Pferde wir bereitstellten, umso mehr Einfluss hatten wir bei der Auswahl der Zuchthengste. 1986 kehrte ich dann mit meiner Familie auf meinen eigenen Hof zurück, weil mein alter Vater dort nicht mehr allein zurechtkam. Ich übernahm in der Nähe eine Tierproduktions-LPG mit wiederum 240 Beschäftigten. Der Betrieb lag total am Boden. Ich erhielt daher von der SED-Kreisleitung völlige Freiheit bezüglich neuer wirtschaftlicher Maßnahmen. Es gelang mir, den Betrieb, der sich über 6 Dörfer erstreckte, zu stabilisieren. Zum Betrieb gehörte auch eine Kartoffelschälanlage. Dort produzierten wir täglich mit 70 Frauen in 2 Schichten 20 bis 25 Tonnen geschälte Kartoffeln, die wir dann zu 130 Kunden auslieferten. Die Technik war total veraltet und verschlissen. Mangelwirtschaft herrschte überall, vor allem bei Ersatzteilen. Dazu folgende Beispiel einmal. Als ich den Betrieb übernahm, musste ich sofort nach Polen in einen Partnerbetrieb fahren. Der dortige Kombinatsdirektor wurde mein Freund und blieb es bis zu seinem Tod, weit nach der Wende. Einmal sagte er zu mir: Hartwig, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, fährt jeden Tag zwischen 9 und 10 Uhr hier ein langer Zug von Deutschland, von der DDR nach Russland. Mit LKW, mit Krane, mit ganz viel Technik. Wie lange haltet ihr das noch durch? Und dann ja, zur Mangelwirtschaft vielleicht nochmal 2 Dinge. Ich hatte damals in diesem Betrieb 1987 einen Vertrag mit einem Baubetrieb für die Errichtung eines Bergeraumes. Das waren so große Hallen, in Betonblockweise erstellt. Und darüber waren Brettbinder zur Bedachung. 14 Tage vor Übergabe dieses Objektes rief ich den Chef der ZBO, so hieß das damals, Zwischengenossenschaftliche Bauorganisation, an und sagte: Wolfgang, in 14 Tagen musst du mir den Bergeraum übergeben.
aber ich sehe nichts vom Dach. Und dann sagte er, ja, die Bretter habe ich schon, aber keine Nägel. Es gab in der DDR zu der Zeit keine Nägel. Und ich bekam einen Anruf von der SED-Kreisleitung. Da wurde ich gebeten, meine Beziehung nach Polen zu nutzen und dort nach Polen zu fahren, um Nägel zu holen. Dann sind wir mit dem Kleinbus nach Polen gefahren und haben 3 Holzkisten mit Nägel geholt und dann konnten die Brettbinder hergestellt werden. So ähnlich ging uns das auch mal mit Reifen. In der Kartoffelschälinie hatten wir 4 LKW, solche Koffer-LKW waren das, wo wir die 130 Kunden mit angefahren haben, täglich. Und die Polizisten hatten unsere LKW schon mehrfach stillgelegt, weil die sogenannte Latschen drauf hatten, also die Reifen waren mehr wie abgenutzt. Und es gab aber keine Reifen. Und dann rief ich meinen Freund Peter Sosnowski an. Ich sagte, Peter, hast du vielleicht solche Reifen? Ja, komm mal her, wir gucken, ich habe so viele Reifen. Ich fand die Reifen bei ihm, aber die Zollbestimmungen ließen nicht zu, obwohl das nun ja so 2 sogenannte sozialistische Länder waren, dass wir diese Reifen von Polen in die DDR bekamen. Dann haben wir gesehen, dass unser Kleinbus die gleichen Reifengröße hatte wie die LKWs. Dann haben wir den zu Hause aufgebockt, Latschen aufgezogen beim Bus, rübergefahren. Die haben wieder die neuen Reifen aufgezogen und sind wir 3 Tage hintereinander über die Grenze gefahren. Und am 4. Tag kam unser Busfahrer nicht mehr nach Hause. Er kam erst einen Tag später und erzählte, dass man ihn an der Grenze rausgezogen hat, in eine große Halle mit dem Bus gefahren hat und dort wurde von unten abgespiegelt, aufgebockt, Sitze durchstochen und alles Mögliche. Bis dann der Chef vom Zoll kam und sagte, wir haben dich beobachtet, du bist 3 Tage hintereinander mit dem Bus hier über die Grenze gefahren, hattest keinen Passagier drin und wir wissen, dass etwas mit dir nicht stimmt, aber wir finden es nicht, kannst nach Hause fahren. So haben wir also im Osten improvisieren müssen, um über die Runden zu kommen. Ja, dann kam die Wende, jetzt muss ich mich kurz fassen langsam, sie erfüllte mich mit unfassbarer Freude und großen Hoffnungen auf eine neue gemeinsame Zukunft im geeinten Deutschland. 1990 wurde ich in den Aufbaustab zur Länderbildung berufen. Für das Land Mecklenburg-Vorpommern war Schleswig-Holstein das Partnerland. Es war zu dieser Zeit SPD regiert. Wir wurden eingewiesen in die Verwaltungsstrukturen eines zukünftigen Bundeslandes. Da ich kein SPD-Mitglied werden wollte, allein das Wort Genosse stieß mich ab, wurde ich zur SPD-hörigen Agrarsozialen Gesellschaft nach Göttingen delegiert. Dort erhielt ich vom Ehrenvorsitzenden Klaus-Peter Bruns, er war zuvor lange Landwirtschaftsminister in Niedersachsen gewesen, den Auftrag, das Hauptreferat der Frühjahrstagung der Agrarsozialen Gesellschaft im Mai 1990 in West-Berlin zu halten. Das Thema lautete damals ganz ähnlich wie heute, Neuorientierung für die landwirtschaftlichen Betriebe in der DDR. Ich führe das hier an, weil es wirklich sehr viele Parallelen gibt und ich mich erinnern konnte. Ich sprach damals in der inzwischen abgerissenen Kongresshalle vor 450 Delegierten aus Politik, Wissenschaft und Verwaltung. Nach 40 Minuten Vortrag sollten 20 Minuten Diskussion folgen. Ich stand allein auf der Bühne hinter dem großen Rednerpult, wo Kennedy einst seine berühmte Rede gehalten hatte. Der Saal war abgedunkelt, auf den Gängen standen Mikrofone. Die Diskussion ging über 2 Stunden. Die nachfolgenden Referate fielen aus. Es kam zu heftigen Disputen auf den Gängen. Die Fragen brachten mich so ins Schwitzen, als hätte ich mit der Forke eine Fuhrmist geladen. Am heftigsten diskutierte der Baron Bernd von Malzahn. Seine Vorfahren hatte einst das Schloss und die Ländereien ausgerechnet in der LPG gehört, die ich noch aktuell leitete. Er kaufte den alten Besitz zurück von der Treuhand und bot mir einen Inspektorposten an, den ich ablehnte. Malzahn forderte mich in der Diskussion heraus, bekam aber dafür keine Unterstützung. Später machte er noch einmal auf sich aufmerksam, als er einen Gedenkstein zur Bodenreform in einen Dorfteich versenkte. Ursache der hitzigen Diskussion waren damals nichts anderes als die völlig unterschiedlichen Agrarstrukturen in Ost und West. Aber was für ein Konzept hatte der Westen für die ostdeutsche Landwirtschaft? Wurde nun das Unrecht der Zwangskollektivierung aufgearbeitet? Adenauer hatte einst im Rundfunk verkündet,
Liebe Brüder und Schwestern in der Sowjetzone, haltet aus. Die Einheit in Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit wird kommen. Das kommunistische Unrecht wird wieder gut gemacht werden. Die Einheit kam, Gerechtigkeit und Wiedergutmachung nicht. Mit der Planwirtschaft war es vorbei und die Marktwirtschaft überrollte uns. Meine letzte Handlung in der LPG bestand darin, alle 70 Frauen der Kartoffelschälabteilung zu entlassen. Die Versorgung unserer Kunden hatten inzwischen Feinkostfirmen aus dem Westen übernommen. Anstelle der ersten Euphorie nach dem Mauerfall erfolgte die Ernüchterung. Einige junge Arbeiter erkannten den Wandel in der Landwirtschaft und suchten sich eine neue Arbeit im Westen. 1990 waren in Mecklenburg-Vorpommern noch 70.000 Menschen in der Landwirtschaft tätig. Jetzt sind es noch 16.000. Einige hochverschuldete LPG in der Tierproduktion, die ja kein Land hatten, lösten sich einfach auf. So auch die LPG, in der mein Vater einmal Mitglied war. Zu meinem Erbe gehörte auch das Übergabeprotokoll, das beim Eintritt in die LPG angefertigt wurde. Daraus ging hervor, dass mein Vater mehr Vieh in die LPG eingebracht hatte, als notwendig war. Man bezeichnete das als überschüssigen Inventarbeitrag. Das neue gesamtdeutsche Recht ermöglichte es mir, diesen Anteil bei der LPG einzufordern. Aber die mittellose LPG befand sich in Auflösung. Das einzige war ein kleines stationäres Melkstandgebäude, was man mir anbot und stand in der Nähe meines Hofes. Nachdem ich es übernommen hatte, stellte ich aber leider fest, dass das Grundstück, auf dem das Melkhaus stand, der Gemeinde gehörte. Die Gemeinde verkaufte mir dann Gott sei Dank das Grundstück. Es ist heute der Hof unseres Landwirtschaftsbetriebes, den ich vor 2 Jahren an meinen Sohn übergeben habe. Er führt ihn nun in 7. Generation und wirtschaftet auf 150 Hektar Grünland mit einer Angus-Mutterkuhherde. Wir sind der einzige Landwirtschaftsbetrieb in unserer Gemeinde. Sie umfasst 3 Dörfer. Alle Ackerflächen bewirtschaftet nach wie vor die Agrargenossenschaft auf über 4.000 Hektar ohne Tierhaltung. Durch meine Tätigkeit im Aufbaustab zur Länderbildung konnte ich mir einen guten Überblick zur Landwirtschaft im nun geeinten Deutschland verschaffen. Ich hatte viele Begegnungen mit Hans Wiesen, dem damaligen Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein, nutzte aber auch Gesprächsmöglichkeiten mit Bauern in Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Gleichzeitig gab es keinerlei politische Aktivitäten zur Wiedergutmachung des Unrechts aus der Zwangskollektivierung. Die erwartete Vermögensauseinandersetzung zwischen zwangskollektivierten Bauern und den neuen Agrargenossenschaften, die nun das Land bewirtschafteten, blieb in Mecklenburg-Vorpommern fast völlig aus. Einige wenige erkämpften sich ihr Recht in aufwendigen Gerichtsverfahren. Politisch überließ man aber alles dem Selbstlauf. Die Wiedereinrichter hatten in der Regel wenig Eigenkapital. Die staatliche Förderung dieser natürlichen und nachgewiesen besten Betriebsform, nämlich die des familiengeführten Bauernhofes, war viel zu gering. Die großen Genossenschaften hatten die Gunst der Stunde genutzt. Ihre erfahrenen roten Barone verfälschten bei der Umbildung der LPG zu Agrargenossenschaften nach bundesdeutschem Recht ihre Ausgangsbilanzen. Sie rechneten sich arm, speisten ihre Mitglieder billig ab. Dann wurden ihnen die Altschulden erlassen und sie konnten in großem Umfang Treuhandflächen pachten. Mit ihren großen Flächen waren sie mit den Flächenprämien der EU finanziell bestens ausgestattet. Am Ende wurden so riesige Agrargenossenschaften gefördert, von denen nicht nur die roten Barone, sondern auch zunehmend Kapitalanleger profitieren über sogenannte Sheer Deals. Ich weiß. So entstanden diese großen Betriebe und heute sieht es so aus in Ostdeutschland, dass 20% der Agrarflächen, etwa 20% von Großinvestoren genutzt werden. Übrig bleiben dann die sogenannten Schlafdörfer. Gut, ich wurde schon ermahnt, dass es ein bisschen zu lange dauert. Ich will Ihnen die Geschichte kurz zu Ende erzählen. Meine Frau, mein Sohn und ich, wir haben uns dann von der Landwirtschaft abgewendet und haben einen Baumarkt gegründet. Inzwischen haben wir uns auf Trapezblech spezialisiert. Bauern, die wir einmal selber waren, sind jetzt unsere Kunden. Aber wir haben uns nach der Wende vielfältig gesellschaftlich eingebracht. Und meine Frau hatte ich schon gesagt, dass sie Bürgermeister und Amtsvorsteherin ist. Mein ältester Sohn, der Bauer, ist Gemeindevertreter und stellvertretender Wehrleiter.
Ich war 28 Jahre Präsident unseres Fußballvereines, 10 Jahre Hauptschöffel im Landgericht, Leiter von zwei Jagdgenossenschaften und bin seit Ende der 90er Jahre ununterbrochen im Kreistag. Zu Anfang für die CDU, ab Januar 2016 bin ich AfD-Mitglied, dort als Fraktionsvorsitzender, Mitglied im Präsidium und jetzt als Ausschussvorsitzender in Neubrandenburg tätig. Ich habe meine persönliche Geschichte nicht aus Eitelkeiten in meinen Vortrag eingearbeitet, sondern weil ich ja die Verhältnisse in der Landwirtschaft in der ehemaligen DDR, weil ich sie so am besten darstellen konnte. Ich habe das eben erlebt. Was ich der AfD jetzt im Arbeitskreis wünsche, können wir vielleicht in der Diskussion noch sagen. Ich möchte mich dann erst einmal recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Danke. Das war ein spannender Rückblick, auch in die dunklen Zeiten der deutschen Geschichte. Das hätten wir eigentlich morgen machen können. Aber wirklich, auch das gehört ja dazu, dass wir da so unterschiedlich immer noch aufgestellt sind und dass es immer noch diese Ungerechtigkeit gibt und dass es eben keinen Ausgleich gegeben hat. Ganz herzlichen Dank. Aber jetzt sind Sie gleich alle gefordert. Wir machen jetzt die erste Fragerunde. Sie können sich schon mal überlegen, wer sich als erstes traut. Aber auch Ihnen darf ich einen Koffer aus Berlin übergeben, einfach als Symbol. Wie gesagt, nehmt es einfach als Wertschätzung. Wir sind jetzt schon im Wahlkampf und müssen ein bisschen mit den Geschenken haushalten. Dankeschön. Herr von Gottbert, wenn Sie bitte auch nach vorne kommen. Ja, wer traut sich? Die erste Frage ist immer das Schwierigste. Es ist auch so großes Feld jetzt aufgemacht worden. Die Bauernproteste, bei denen es keine Kompromisse geben darf. Herr von Gottberg hat es angesprochen, oder Ihre Geschichte der Ungerechtigkeit und der Planwirtschaft, aber letztlich auch, wie Sie dann im Leben Ihre Hemdsärmel hochgekrempelt haben und tatsächlich mit beiden Beinen im Leben stehen. Ja, wer traut sich? Hier haben wir vorne Arnulf, die erste Frage bitte. Moment, ich bräuchte jetzt einen aus der Regie, der vielleicht mithilft, die Mikrofone zu verteilen. Ja, mein Name Fröhlich, Landesverband Schleswig-Holstein und selber auch Kreissprecher. Fachagrarwirt seines Zeichens. Meine Frage an alle drei. Wir haben gesehen, dass die AfD die favorisierte Partei bei den Jungwählern ist. Letztendlich, wir haben es eben gehört, wer die Landwirtschaft führt oder wer das Vertrauen der Landwirtschaft hat, hat letztendlich auch die Landbevölkerung hinter uns. Von daher die Frage, wie sehen Sie die Möglichkeit, auch die Landjugend, die ja bisher sozusagen die Brutstätte der CDU war, die für uns zu gewinnen, damit auch in der Landwirtschaft zukünftig einfach blau das neue Grün ist? Danke, ganz klare Frage. Wer möchte sie beantworten? Also das Beste ist immer, mit den Leuten zu reden. Wir brauchen eine viel bessere gesellschaftliche Anerkennung der Landwirtschaft. Wenn man jetzt mit den Landwirten spricht, nach diesen Prozessen oder in diesen Tagen, dann habe ich manchmal von einigen Landwirten gehört, sie wünschten sich eine Hungersnot, damit den Menschen wieder bewusst wird, wozu sie überhaupt da sind und dass sie für diesen gut gedeckten Tisch ihre Leistung jeden Tag erbringen. Ansonsten würde ich sagen, immer mit den Leuten reden, mit den Bauern reden, rausfahren, mit denen reden. Die wissen genau, woran es liegt. Wollen Sie zu den Jugendlichen was sagen? Ja, mit den jungen Leuten, das ist ein schönes Phänomen, was wir sehen. Die sind ja Opfer dieser langen Politik, dass der Marsch durch die Institutionen seit 50 Jahren. Die Schulen liegen am Boden, das Bildungssystem ist kaputt, Renten haben die nicht mehr zu erwarten. Und die sehen ja die Misere dieser grünen Politik jeden Tag. Deswegen kommen die natürlich auch zu einem anderen Schluss. Und ja,
Der Bauernverband, in dem ich ja angehöre, der war natürlich immer etabliert und gut vernetzt in die CDU/CSU hinein. Und wir haben jetzt eine Alternative, das ist die Alternative für Deutschland. Und genauso haben wir das im Bauernverband natürlich auch, Landschaft Verbindung. Und genauso machen sich jetzt auch Alternativen auf und gründen sich im Wahlverhalten bei den jungen Leuten. Und ja, und wir sind leben in einer gelebten Demokratie. Und das heißt, Alternativen tun sich auf und sind da, weil die sogenannte Mitte, was auch immer das ist, keine Antworten mehr hat auf die drängenden Fragen unserer Zeit. Danke. Ja, gibt es weitere Fragen? Wir scheinen Sie etwas zu erschlagen mit unserem Stoff. Nutzen Sie ruhig die Gelegenheit, aber mir fällt ein, weil Sie vorher so auf die Bauernproteste abgestimmt haben und weil der nächste Redner auch die Bauernproteste aufgreifen wird. Sie haben ja auch ein bisschen Stimmung reingebracht und haben gesagt, da war mächtig viel los. Ich habe in einer Bundestagsrede ein bisschen übertrieben und habe gesagt, das war der größte Bauernaufstand seit 500 Jahren, weil es war ja auch wirklich was los, auch in Frankreich, in Dänemark, in Polen. Aber ganz ehrliche Analyse, was hat es gebracht? Hat Ihr eigener Bauernverbandspräsident dann das Richtige draus gemacht im Kanzleramt? Ja, das hat erheblich was gebracht. Ich habe es ja auch gesagt, die Politik hat Angst bekommen. Sie weiß, wir fahren jederzeit wieder los und wir haben gelernt, uns zu organisieren. Wir sind kampagnefähig als Bauern und auch als LSV, Landschaft Verbindung. Da arbeiten wir Hand in Hand. Wir können was und wir bringen mehr PS auf die Straße als die Bundeswehr. Wir bringen mehr Manpower auf die Straße als das Technische Hilfswerk. Wir können bestens mit der Polizei zusammenarbeiten. Wir sehen ja, der Bodensatz des deutschen Bildungssystems ist im Bundestag angekommen. Deren Kinder sitzen im Gefängnis oder kleben sich auf der Straße fest. Und unsere Brüder und unsere Väter sind bei der Polizei, sind die Handwerker, sind diejenigen, die in diesem Land hier den ländlichen Raum bewirtschaften. Und ich habe es ja erlebt, komme ich von Norden, von Süden, von Westen, von Osten Richtung Berlin, dann kommt als erstes immer ein Polizist auf mich zu und dann sage ich guten Tag und dann sagt der zu mir immer den gleichen Satz, macht bloß weiter. Wir haben die Schnauze voll, wir können nicht mehr. Ihr macht das alles für uns. Und in Berlin, wenn wir dann hier standen, tagelang, und dann sagten die auch, also wenn ihr mal im Bundestag mal eine Fuhre Mist abkippen wollt oder mal ein Güllefass da reindrücken wollt, dann gehen wir ganz nach hinten, sagt uns Bescheid, dann läuft das schon. Und wenn ihr wart, dann klappt alles. Kein Müll, alle Anweisungen werden eingehalten. Es ist eine unglaubliche Disziplin. Ihr könnt mit Zehntausenden PS hier durch diese Stadt fahren. Es passiert gar nichts. Wir brauchen vielleicht ein Motorrad vorne und ein Motorrad hinten. Das läuft. Das sind unsere Brüder, unsere Väter, unsere Onkel. Das sind wir. Wir sind auch die Polizei. Und ich habe immer gesagt, man hat uns ja versucht, in eine Ecke zu drücken. Wir sind die staatstragende Landbevölkerung. Wir sind die Mitte der Gesellschaft. So einfach ist das. So, jetzt habe ich noch zwei Fragen gesehen, drei. Auch bitte kurz fragen und kurz antworten, das läuft schon sehr, sehr gut. Hinter mir hat sich jemand gemeldet, nämlich unser Referent, Herr Dannenberg. Ja, vielen Dank. Dr. Kurt, Ihr beeindruckender Lebensweg. Was ist aus Ihrem Erfahrungshorizont, Ihres reichhaltigen Lebens, eigentlich die eindringlichste Erfahrung, der eindringlichste Ratschlag, den Sie hier in dem Raum so kundtun können? Was muss eine vernünftige Agrarpolitik den Landwirten ermöglichen? Was sind so die wichtigsten Schlaglichter, die Sie sagen, das muss gegeben sein und dann geht es der Landwirtschaft auch gut? Große Frage, bitte versuchen, kurz zu antworten. Gar nicht so einfach. Ja, erstmal die Agrarstruktur, wie ich schon gesagt habe, da müssen wir dran arbeiten, dass wir die genesen. Nach der Wende die ganzen Jahre ist durch diese Flächenprämie aus der ersten Säule der EU sind die Betriebe mit den großen Flächen gefördert worden. Wir haben ja auch viel zu wenig Tiere in Ostdeutschland. Die Tierbestände werden ja immer weniger. Und das hängt alles mit diesen Fördersystemen zusammen.
Dann würde ich die Bioproduktion mal schärfer unter die Lupe nehmen. Meine Lebenserfahrung ist, dass eigentlich alles, was gefördert wird, unwirtschaftlich ist. Zu Anfang mag eine Anschubsförderung noch sinnvoll sein, aber wenn etwas ständig gefördert wird, dann wird es schwierig. Und wir müssen aufpassen, dass wir unseren Menschen nicht suggerieren, dass die Standardprodukte, die wir neben den Bioerzeugnissen produzieren, dass die minderwertig sind. Das stimmt ja gar nicht. Und die Biobauern haben jetzt schon große Probleme, ihre Produkte an den Mann zu bringen. Ja, gibt es noch ganz viel. Ne? Die ganzen Fragen der Bürokratisierung müssen wir angehen. Wir müssen die Bauern davon befreien. Ein Bauer ist ja ein Unternehmer, der selber noch mit anpackt. Und heutzutage sitzt er manchmal die Hälfte seiner Zeit am Schreibtisch. Und das kann so nicht weitergehen. Das macht ja den Berufsstand unbeliebt. Dankeschön. Bürokratieabbau als wichtiger Bestandteil. Kurz einen Nachklapp. Noch einen Nachschlag, den man eigentlich ganz aus den Augen verloren hat. Ich finde, die BVVG ist 35 Jahre nach dem Mauerfall total überflüssig. Es gibt ein wunderbares Buch, das heißt, wie die Treuhändler, Halunken und Spekulanten die DDR verkauften. Dass es die BVVG heute noch gibt, da sollte sich der Arbeitskreis mal mit beschäftigen. Das Land kann rucki-zucki in die Landgesellschaften der Länder überführt werden und dann ist dieser Gangsterclub endlich geschlossen. Die BVVG haben wir im Blick tatsächlich, weil die Förderung ist ja so, dass sie nur noch verpachten und mit strengen Auflagen. Also das sind dann Bioauflagen, das sind Pflanzenschutzauflagen und es sind Junglandwirte, aber es wird ja nichts mehr verkauft. Jetzt ist es so, jetzt läuft die Diskussion, jetzt läuft mir aber die Zeit weg. Jetzt habe ich noch 4 Meldungen. Wir können ja danach noch weiter diskutieren. Wir haben noch 2 Referenten. Nee, bleiben Sie nur hier. 4 Fragen haben wir ja noch. Wenn ich es richtig sehe, bei Ihnen, da hat sich eine Dame gemeldet und hinter mir hat sich noch jemand gemeldet. Dann machen wir die Reihenfolge, bitte. Ach so, gut. Ja, gut. Ja, mein Name ist Paul Hameister, komme aus Schleswig-Holstein, wie mein Vorredner hier schon. Ich bin nicht im Land, ich bin auf Kreisebene im Kreisvorstand der AfD Rendsburg-Eckernförde. Ich bin unter anderem LSV aktiv und auch bei den Freien Bauern. Im Bauernverband sage ich hier in dieser Runde mal ganz deutlich, ich muss dazu sagen, mein Sohn ist 29 und wir bewirtschaften seit 4 Jahren unseren Betrieb als die Heidehof GbR. Und wir sind in diesem Jahr, mein Sohn hat sich auf den Schlepper gesetzt vor 2 Monaten und hat die Kündigung auf den Tisch geknallt beim Bauernverband. Und nicht nur er alleine. Nutzen Sie bitte die Chance und stellen den Referenten eine Frage. Ja, Frage ist das gut und schön, aber was wollen wir in der AfD erreichen? Wollen wir jetzt positiv aus diesem Komposium rausgehen oder nicht? Denn ich sehe das als Bauer sehr, sehr wichtig an, dass die AfD kapiert, es reicht nicht, wenn wir als AfD sagen, wir stehen hinter den Bauern. Wir müssen auch verstehen, was überhaupt uns Bauern umtreibt. Und ja, meine Frage geht dahin, ich war einer von denen, liebe Anwesende, die 2019 schon mit auf dem Schlepper gesessen haben, einer von 15.000. Und ich kann Ihnen sagen, meine Haare, die standen zu Berge. Das war Wahnsinn. So, weil ich aber Ihnen das, die Frage nicht Ihnen, sondern die ganze Runde eigentlich, Berlin hin und zurück mit dem Schlepper auf Schleswig-Holstein, das wird dann nichts mit einer Tankfüllung. Also sind wir rangefahren an die Tanke und dann mit 5 Schleppern, also 1.000 Liter mal tanken, das dauert eine gewisse Zeit. Und sagt die Kassiererin, oder ich frage die Kassiererin, ich sage, gute Frau, wissen Sie eigentlich, wer hier in den neuen Bundesländern, wer Ihr Land hier bewirtschaftet? Sie guckt mich an mit großen Augen. Ja, was wollen Sie denn? Ich sage, die Bauern oder wie? Ich sage, nee, nicht die Bauern. Und das war 2019, meine Damen und Herren. Und 2019 war es schon so, dass 70% der neuen Bundesländer nicht von Bauern, sondern von der Industrie bewirtschaftet wurden. Und das Traurige daran ist, dass diese gleichen Firmen, auch eine Firma Aldi gehört zum Beispiel dazu, 6.000 Hektar gekauft. Und was macht Aldi? Macht eine Stiftung da vorne vor und kassiert die Prämie in Brüssel ab. Und solche Dinge müssen endlich mal aufhören. Ja, das war jetzt ein Statement. Ich lasse es einfach mal so stehen noch. Es war ein wichtiger Beitrag.
aber wir können auch morgen in der Podiumsdiskussion das dann wirklich dann nochmal vertiefen. Danke für den Hinweis. Jetzt einfach, jetzt sind Sie dran, bitte kurz und knackig die Referenten fragen. Ja, letzte Woche war das Corona-Symposium. Als 2020 Tausende oder Hunderttausende Menschen auf die Straße gingen wegen den Corona-Restriktionen, habe ich mir ständig die Frage gestellt, wo sind die Bauern? Ja, ich weiß nicht, haben die Bauern zu der Zeit nicht gemerkt, dass sich etwas tut in unserem Land, das uns alle angeht? Dann 2023 im Februar, als der große Bauernprotest war, waren die Bauern auf der Straße, aber sehr wenige von uns, von den vorherigen. Wie können wir endlich zusammenfinden? Es geht uns alle an und nur, wenn wir alle zusammen am selben Strick ziehen, werden wir Erfolg haben. Wie können wir die Lösung finden? Also man muss noch mal ganz klar sagen, auf den Bauernverband braucht niemand schimpfen. Der Bauernverband ist in der Fläche organisiert, er hat überall Kreisgeschäftsstellen, er hat Landesvorstände, er hat einen Bundesvorstand, er ist bundesweit flächendeckend organisiert. Wir alle sind Bauernverband. Es sollte da nicht reinkommen, die und wir, ihr und wir. Das sollte so nicht sein. Das ist nicht gut. Es ist schon so, dass die Demonstrationen für die Bauern zu einer richtigen Zeit kamen. Die kamen in der arbeitsarmen Zeit. Und ansonsten ist es uns nicht möglich, auch für andere Themen und auch zu anderen Jahreszeiten uns einfach auf die Schlepper zu setzen und zu demonstrieren. Und diese Kampagnefähigkeit, die schafft in der Fläche tatsächlich nur der Bauernverband, allerdings gemeinsam mit LSV. Nur die beiden können das. Und da müssen wir auch ganz klar unserem Auftrag entsprechend, Bauernverband hat die landwirtschaftlichen Themen zu bedienen und auch einzufordern. Und wir sind keine politische Partei, wir können das nicht auf einen weiten Raum stellen. Das geht so nicht. Darf ich nur kurz sagen, das war auf keinen Fall eine Kritik. Ich weiß es, ich wollte das gerade nochmal schützen. Nicht, sondern nur Zusammenarbeit, also bitte keine Kritik. Ja, Sie haben die ganz schwierige Frage gestellt, warum ist das so, dass wir nicht gemeinsam an einem Strang ziehen? Aber ich glaube, wir werden eben von außen auch isoliert und jedes einzelne Thema wird einzeln behandelt und wir sind nicht alle gleichzeitig auf der Straße gewesen. Sie, wenn Sie jetzt Ihre Frage stellen dürfen. Ich war, ja, so. Bitte nicht streiten, ich glaube, Sie haben sich gemeldet, genau. Meine Frage ging in ähnliche Richtung. Mein Name ist Hermine Reich. Ich habe im Januar auch Bauernproteste organisiert, komme selbst aus der Landwirtschaft früher und habe aber eben auch direkt vor Ort erlebt, dass strikt die Bauern mit den anderen Demonstranten nichts zu tun haben wollten. Also da war eine Spaltung da, die war extremst. Und es geht nur, wenn wir zusammenstehen, zusammen als Volk, ob das die Bauern sind oder andere Demonstranten. Ja, das möchte ich also im Zuge, was Margareta eben gesagt hat, auch nochmal betonen. Und da muss irgendwas geschehen von Seiten eben auch aus Bauernverband oder LSV heraus. Danke für den Hinweis. Jetzt haben wir hier noch eine Frage. Sie können gerne das Mikro am Tisch nehmen. Danke erst einmal. Danke, Herr Doktor, für den tollen Vortrag oder den Replik in die Geschichte. Meine Frage wäre eigentlich ganz kurz und einfach, wie sehen Sie das, die Parallelen der Geschichte zu den jetzigen, Vorgaben und Sachen, die jetzt von der EU kommen, punkto Green Deal, Renaturierung und anderer Schwachsinnigkeiten, die da von der EU-Ebene kommen. Wie sehen Sie das? Sehen Sie da Parallelen oder geht das noch in eine andere Richtung? Also jetzt, wo ich das Mikrofon habe, möchte ich noch mal ganz schnell auf meinen Kollegen zukommen hier. Ich sehe es anders wie Sie. Der Bauernverband ist zwar in ganz Deutschland natürlich sehr gut organisiert, hat Tradition, aber er ist zu sehr mit den politischen Kräften verbandelt. So ist das. Deshalb treten eben viele Mitglieder aus, auch bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. So, zu Ihrer Frage. Ich bin der Meinung, dass Landwirte ohne jegliche Politik die beste grüne Politik selber machen, weil
Sie wirtschaften ja auf Ihren Boden. Den müssen Sie schonend bewirtschaften. Sie bewirtschaften den Boden über Generationen. Bei den Agrargenossenschaften sehe ich es ein bisschen anders. Wenn wir mal diese EU-Förderung nicht haben, dann laufen die auseinander wie ein Hühnerhaufen. Aber die Bauern werden alle da bleiben. Die sitzen alle auf ihren Höfen. Aber die anderen sind weg. Danke für diese erste Runde, Herr Dr. Kurz. Herr von Gottberg, vielen Dank erst einmal für Ihre Beiträge. Wir bleiben in der Praxis, aber gehen jetzt schon so langsam über zum Thema Bauernproteste. Wir haben jetzt auch wieder einen Praktiker aus den Niederlanden. Herr Jan-Willem Mulder wirtschaftet aber in Deutschland auf einem sehr, sehr großen Betrieb mit 1500 Hektar, 850 Kühe und dann ist auch noch Pferdezucht mit dabei. Herr Mulder bringt den Blick jetzt vor allem aus den Niederlanden. Bei uns war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, Agrardiesel-Rückerstattung, diese komplette Streichung, beziehungsweise in 2-3 Jahren ist es weg. Bei Ihnen gab es, glaube ich, noch heftigere Einschnitte von Seiten der Politik. Und ich würde mich freuen, wenn Sie einfach schildern, wie Ihr Blick ist auf diese Bauernproteste. Danke. Ja, kann vielleicht jemand von der Technik kurz vorbeischauen? Ach, da ist hier der, weil der Ding ist aus anscheinend. Okay. Also Sie sehen es hinter sich. Also ein bisschen in die Richtung. Ne, wir sehen hier nichts mehr. Okay. Hallo? Geht. So, ich bedanke mich hier für diese Einladung. Für mich ist das ein bisschen Neuland, hier so zu sprechen. Ich bin praktischer Landwirt und ich bin für einige Zeit gefragt worden von Herrn Kirchhoff, den sehen Sie da auch im Bild. Und jetzt sagt er einfach, ich bleibe hier sitzen, mach du mal weiter. So. Deswegen heißt das hier so ein bisschen Team Mulder-Kirchhoff. Wie gesagt, ich komme aus Holland gebürtig, bin mit 22 Jahren nach Deutschland im November 99 zusammen mit meinem Vater. Und da hatten wir im Betrieb eine ehemalige Genossenschaft. Wieder verkehrt. Eine ehemalige Genossenschaft übernommen. Und wie gesagt, da war ein Betrieb, das war eigentlich richtig runtergewirtschaftet. Die hatten keine Lust. Es ist auch nicht ganz richtig, was ich gesagt habe. Die Genossenschaft hat jemand aus Schleswig-Holstein übernommen oder diese ganze Anteile rausgekauft oder ausbezahlt, ist besser gesagt so. Und wir haben nach ein halbes Jahr haben wir diesen Milchviehstandort übernommen. Der Milchviehstandort hatte damals in Holland 55 Kühe, 20 Hektar Land. Wie gesagt, dicht am Dorf, keine Möglichkeit, größer zu werden oder wie auch immer. Und der Betrieb in Steinhagen hatte damals 190 Milchkühe, 120 Hektar, jetzt geht's, 120 Hektar Ackerland, 50 Hektar Grünland und eine Milchleistung, was wir so eigentlich nicht kannten von 99, mit 4500 Liter je Kuh, Jahresleistung. In 2024, wir haben ganz viele Umbaumaßnahmen selber, in Holland sagt man immer mit Blut, Schweiß und Tränen, mit eigenen Händen umgebaut, auf komplette Liegeboxenstall, im alten Gebäude, so wie das da hieß damals, L203 Stallung, komplett mit breite Güllekänge, mit Feldschieber und Liegeboxen. So, dann sind wir bei 2024 angekommen, ständig gut gewachsen in den Jahren. Die ersten 15 Jahre war eigentlich sehr gut. Viel Unterstützung auch von der Genossenschaft, von der Molkerei, damals Humana, heute das DMK-Unternehmen.
Und dann sind wir heute 2024 bei 600 Milchkühe, 400 Hektar Ackerland und 200 Hektar Grünland bei einer Milchleistung von 10.300 Kilogramm Milch. Jetzt haben wir in 2008 ein neues Milchhaus gebaut und mit einem Karussell, 40er Karussell. Viele sagen Roboter, aber meine Meinung ist, ab 150, 200 Kühe haben Roboter nichts im Stall zu suchen. Man muss die Kühe sehen, die müssen schnell gemolken werden. Wir haben uns da entschieden, ein Karussell zu bauen, ein Außenmelker, komplett neues Gebäude auch, mit viel Luft, Licht und arbeitsfreundlich für die Mitarbeiter, mit Hebebühne für die Höhe einzustellen, viel Licht und Luft, kann man die Türen aufmachen, Rolltore. Ja, und jetzt sind wir eigentlich an eine Sache angekommen, Betriebserweiterung. Nach 24 Jahren, mein Vater ist 72 Jahre alt, er ist aber immer noch unterwegs und auch noch Teilhaber. Und jetzt haben wir die Entscheidung getroffen, weil das ist, ja gut, das kommt nachher, das ist, ich mache schon zu schnell. So, auf jeden Fall würden wir jetzt eigentlich gerne ein neues Stall bauen, tierartgerecht für 850 Kühe. Da kommen zweieinhalb Familienmitglieder mit in der Geschäftsführung. Also wenn man so eine Rieseninvestition macht, dann ist man schnell bei zwischen 3 und 4 Millionen Euro für einen Stall von 850 Kühe ohne Milchstand. Der Milchstand ist von 2,8, das ist ein neues Gebäude, alles noch super. Das bleibt. Und da sind wir jetzt eigentlich dran. Aber es ist auch ein bisschen, muss man sagen, aus unserer oder meiner Sicht so ein bisschen ungewiss. Die ersten 15 Jahre hier in Mecklenburg-Vorpommern, wir sind kurz vor dem Eiland Rügen, also in Stralsunder Ecke, sehr schön alles. Wir werden auch sehr gut aufgenommen, also wir integrieren uns auch, so wie der vorige Redner auch gesagt hat, in der Feuerwehr, in der Gemeinde. Und das ist nicht, weil wir müssen das machen oder so ein bisschen auf Deutsch gesagt, so ja, ein bisschen Schleim, ne? Das ist nicht so, wir machen das richtig mit Ehrgeiz und dann sieht man auch, dass die Akzeptanz aus der Bevölkerung sehr, sehr hoch ist. Ich glaube, von unserem Dorf Steinhagen, wenn wir sagen würden, wir würden dann Stall bauen oder wir würden jenes machen, die würden alle hinter uns stehen. Das ist überhaupt, wird das kein Problem sein. Das weiß ich genau. Das Problem ist bloß die ganze Bürokratie, wo wir heutzutage mit zu tun haben. Die Milch wird immer weniger, die Milchviehbetriebe, da komme ich nachher auch nochmal zu. Aber diese Bürokratie, habe ich mal ganz kurz ein paar Punkte aufgeschrieben. Diese neue künstliche Intelligenz, dass man von oben bewacht wird auf deine eigenen Flächen, was du da machst. Und da hat der vorige Redner auch gesagt, wir sind praktische Landwirte. Ich bin auch fünfte Generation. Mein Opa, Uropa hat mit der Schippe und mit der Sense das Getreide gemäht, mit der Schippe den Acker umgegraben. Nachher kam ein Pferd und die Technologie ist die letzten Jahre so schnell gegangen. Und ich bin heute fast 46 Jahre alt. Wenn ich das sehe, was diese neue Technik, Traktoren, die wir vor 10 Jahren gekauft haben, dass die jetzt heute das doppelte Geld kosten, ne? Und wir für unsere Produkte bei gleichbleibenden Preisen bleiben, fast, dann fragt man sich, ist das alles noch sinnvoll, was wir machen? Und die Landwirte, das kann man glauben, die strenge Regelungen, die es jetzt schon eine Weile gibt, von meinem Gefühl ging das kurz vor Corona los, dass das in der Landwirtschaft so ein bisschen bergab ging. Die Landwirte, außer, muss ich ganz deutlich auch nochmal sagen, außer diese Investoren, diesen riesen Großbetriebe, denen interessiert alles andere nichts. Aber die richtigen Landwirte, die wissen, wie sie mit den Tieren umzugehen haben. Wenn meine Kühe, wir leben von 24 Jahren nur für Milch, ohne ein Korn Weizen, ohne ein Korn Raps, ohne ein Korn Gerste, nur für Milch. Und wenn es meine Tiere schlecht gehen würde, würde ich hier schon längst heute nicht mehr stehen. Ne? Meine Tiere sind mein Einkommen. Die Milch,
die wir produzieren, ist heutzutage so hochwertig durch die ganze Kontrollen, durch QM, Arzneimittelüberwachung. Das Neueste, was jetzt kommt, wir hatten gerade Versammlung vorgestern von der DMK, diese neue Haltungsstufe. Diese neue Haltungsstufe wird aber von LEH, von Lebenseinkauf oder Lebenseinzelhandel, eingeführt. Von Aldi und Co. und Netto und wie sie alle heißen. Dafür kriegen wir 3 Cent, aber die geben uns die Auflagen. Über die 3 Cent freue ich mich erstmal. Und wir können auch in unsere ältere Stallung, weil wir die super umgebaut haben, da können wir mitgehen, ist kein Problem. Wir haben dann Investitionen gemacht, noch ein paar Tränken mehr und. Weil bei dieser Haltungsstufe muss jede Kuhnase 6 Zentimeter Trinkfläche haben. So, und ich sag mal, was passiert da nachher in 1-2 Jahren? Da passiert einfach, diese 3 Cent wird einfach Standard gemacht. Das heißt nachher nicht mehr Haltungsstufe, weil letztendlich ist es so, dass Deutschland sowieso 1% im Monat zu wenig Milch hat und dass wir im nächsten Frühjahr eigentlich keine eigene Selbstversorgungsgrad bei der Frischmilch mehr haben. Und dann frage ich mich immer, ja, die können doch alles fordern. Die können froh sein, dass die letzten Landwirte mit Milchkühe, so ich spreche ja von meiner Branche, speziell Milchkühe, noch da sind. Warum soll man die Leute noch mehr verärgern? Wir haben heute zu diesen Zeit so hohen Standard in der EU. Und ein ganz kleines Beispiel kann ich erzählen. Das ist hier ein Holländer ist vor 20 Jahren schon in der Ukraine gegangen, weil vor 20 Jahren die Käfighaltung bei den Hühnern, die Eierlegen, verboten wurde. Und jetzt guckt man in Holland bei Jumbo und bei diese Albert Heijn und wie sie alle heißen, da liegen diese Eier aus der Ukraine, die liegen da im Laden. Und das ist von der Ethik okay, diese Eier können wir kaufen. Und ich gehe auch öfter mal einkaufen, ne? Man findet kaum noch eine deutsche Kartoffel zum Beispiel in Deutschland in Laden oder egal was, gucken Sie einfach mal, achten Sie wirklich mal drauf, drehen Sie die Packung um, gucken Sie bitte, wo kommt das her? Mir fällt das auf, dass immer mehr aus dem Ausland kommt. So, und in der EU wollen wir eigentlich heiliger sein wie der Papst, ne? Aber wenn es dann okay ist, dass unsere Bürger dieses Essen doch kaufen können, was zum Beispiel vollgespritzt ist mit Chemie, was hier schon 20 Jahren in der EU verboten ist, dann frage ich mich, ob das alles von der Ethik okay ist. Worum geht es da? Ich verstehe es nicht. Warum geht es da? So. Wie gesagt, wir machen auch mit allem mit, was geht, weil wir nehmen bei der Milch alles mit. Wir müssen alle Geld mitnehmen. Wir sind auch seit 7 Jahren genfrei von uns selber aus. Die Soja wird ersetzt durch Frischgras. Das sieht man den Ladewagen mit dem Mähwerk vorne dran. Die Kühe kriegen bei uns ungefähr 7-8 Monate, weil wir sehr gute Ackergras und sehr guten Luzerne haben, Frischgras in der Ranchon mit rein. Ne, Futter von der eigenen Fläche, weil Landwirtschaft ist immer noch ein Kreislauf gewesen, was man hier sieht. Was da oben drüber, habe ich drüber geschrieben, Kreislauf in MV schon längst unterbrochen. Das ist ja auch so, weil ich sag mal, bei uns in Steinhagen die letzten 10 Jahre, Steinhagen ist ja bei Stralsund, haben insgesamt 11 Milchviehbetriebe, die hatten allerdings auch Acker dazu, also Gemischtbetriebe, 11 Betriebe aufgehört mit insgesamt 4.200 Milchkühe. Der nächste Milchviehbetrieb ist 30, 35 Kilometer weiter und der nächste, der dann kommt, ist erst hinter Rostock. Und das ist für mich ungewöhnlich, weil in Holland ist ein kleines Land, da ist da doch mehr Betriebe auf kleinere Fläche. Da hat man ruckzuck wohl einen Nachbarn. Und wie gesagt, das ist mir ganz wichtig, eigentlich diese Kreislauf. Weil der Boden braucht auch diese Nährstoffe, was aus der Tierhaltung kommt. Und dass man diese versucht, möglichst viel von der eigenen Flächen, diese Futtermittel zu ernten. Wieder verkehrt.
hier sieht man das schon. Ich habe da, habe ich schon mit Minister Backhaus, ist der längste Minister fast in Deutschland, kenne ich auch ein bisschen, weil wir auch unser Betrieb so 50% Ackerflächen von der Landgesellschaft pacht. Und zum Glück nicht bei uns der BVVG eigentlich schon mehr raus ist, weil die gucken nur nach, wie viel Geld gibt man. Hat man ein Kuh zu viel, ein GVE groß wie Einheit pro Hektar zu viel, fliegt man auch raus. Wobei man sagen muss, bei der Landgesellschaft ist das auch so. Aber das lese ich noch mal ganz kurz vor. In Mecklenburg-Vorpommern schrumpft die Zahl der Milch- und Rinderbetriebe seit Jahren dramatisch. Jetzt soll eine neue Nutztierstrategie helfen, die Abwärtsspirale zu stoppen. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die Anzahl der Milchviehbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern drastisch reduziert. Mehr als 500 Betriebe haben in dieser Zeit aufgegeben. Derzeit existieren nur noch 390 Milchviehbetriebe im Bundesland. Der Rückgang der Milchviehhaltung ist das Resultat mehrerer Herausforderungen, Fachkräftemangel, bürokratische Hürden und volatile Milchpreise tragen zu diesem Trend bei. Daraufhin, wir liefern ja auch an eine Genossenschaft Milch. Es gibt auch freie Milchhändler und. Aber wir bleiben ein bisschen Genossenschaft verbunden, hängt ein bisschen mit früher zusammen, weil Genossenschaft holt in gute wie in schlechte Zeiten die Milch ab. Wir leben nur von Milch, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber leider schließt der DMK zum 1. Januar auch diese Zentralkäserei Dagun, weil eigentlich ist es förmlich ausgetrocknet. Es lohnt nicht mehr, dieses Werk am Netz zu halten. Und mich macht das ein bisschen Angst, weil haben sie da auch statistisch ist es so, dass das 1% hinter 1% hört sich nicht wenig an, nicht viel an, aber komplett gerechnet, jeden Monat 1%, das heißt, nächsten Frühjahr haben wir keinen Selbstversorgungsgrad. Und Milch ist in meinen Augen doch noch ein sehr Es ist ein sehr wichtiges Lebensmittel, Nahrungsmittel. Politische Lage, ja. Das ist schwierig zu sagen im Moment. Ich habe auch fast gedacht, erst Trump wird in Amerika Präsident. Ob das gut ist oder nicht gut ist, lassen wir hier mal im Raum. Und kurz danach, was ich mir eigentlich gewünscht hat, weil ich bin selber auch bei den Protesten bei gewesen, dass der Ampel fällt und die ist jetzt gefallen. Durch die politische Lage oder mit durch diese politische Lage ist keine Planung, Sicherheit für die Zukunft. Zum Beispiel ein ganz einfacher, was letztes Jahr war, ein ganz einfacher Beispiel. Mit der Stilllegung hieß es erst 7%, dann hieß es 4% und dann schnell auf die Ukraine wieder geschoben. Nee, ihr könnt doch anbauen. Ich sag mal, für uns, wir konnten dann im Frühjahr noch ein bisschen mehr Mais anbauen, was jetzt auch schon ein Riegel vorgeschoben wird. Aber es hat keine Planungssicherheit. Wie gesagt, Selbstversorgungsgrad bei der Milch in Gefahr, erheblicher bürokratischer Aufwand, höhere Kosten, Energie, Lohn, Technik. Wenn man vor ein paar Tagen, weiß ich nicht, wie das heute so ist, aber diese Strompreisbörse in Leipzig bei 85 Cent pro kW ist, dann fragt man sich, wir machen uns doch selber ganz schnell kaputt. Ne, da braucht man sich nicht wundern. Meine Sicht ist, ein guter Milchpreis, weil bei den Milchbauern ist das so, man hört immer Mitte bis Ende des Monats, was man kriegt für sein Produkt. Wenn ich zum Autohaus gehe und sage, ich nehme einen Monat ein Auto mit, komme ich wieder, sage ich, 20.000 gebe ich dafür, nehme ich mit. Sagt der Verkäufer, der kostet aber 60. Ja, egal, ich gebe 20, nehme ich mit. Ist auch selber unsere Schuld, da müssen wir auch noch ein bisschen vielleicht was anderes, aber ich denke schon, wenn die Milch knapp wird, dass wir mehr in der Hand kriegen von da aus. Nach meiner Meinung ist auch, die Discounter haben sowieso auf Frischmilch zu viel Marge drauf und bestimmen, wie wir produzieren. Deswegen von der einen Seite her gut, dass die Milch knapp ist, weil irgendwann ist Feierabend. Und ich glaube, das dauert nicht mehr so lange. Wie gesagt, es ist nicht nur in Deutschland, in Holland sitzen sie da an, da ist, gut, komme ich auch noch kurz zu, aber auf jeden Fall ist da Blauzungen.
ihr Land zu wenig schlechtes Futter, also es ist generell. In Russland ist der Butterpreis, habe ich auch erfahren auf diese DMK-Versammlung, Deutsche Milchkontor, der Butterpreis mit 26% gestiegen. Und diese Butter holen die jetzt, versuchen die aus der Türkei und Arabischen Emiraten zu holen, um den Inlandspreis ein bisschen niedrig zu halten. Da merkt man doch, dass es global schon anfängt. Weil Tiere halten muss man 365 Tage im Jahr. Da ist jedes Mal was anderes mit. Und man ist abhängig von Wind, Wetter und wie gesagt, Licht muss an, der Milchstand muss laufen und. Irgendwann hat man keine Lust mehr. Und das hat man auch viel gesehen, so dass auch viele aufgehört haben. Nicht nur in Deutschland, in Holland weiß ich das nicht prozentual, aber in Holland haben auch ganz viele Betriebe aufgehört. Ja, Biogas während der Planung eingestellt. Ich habe hier Burkhard, habe ich auch kennengelernt auf dem Biogas-Lehrgang 3 Jahre zurück. Da muss man ja einen Lehrgang machen. Wir waren in der Planung mit einer reinen Gülle- und Mistanlage. Diesen Lehrgang habe ich bestanden. Biogas während der Planung eingestellt. Vergütung passt nicht mehr bei Investitionskosten. Wir hätten 17 Cent gekriegt. Wir hatten sogar eine Anlage mit Flex, 700 kW auf Flex laufen lassen. Diese Biogasanlage würde bestückt mit Inputstoffen, die wir vorhanden haben. Das heißt, diese ganze Gülle von der Kühe und Festmist. Da macht man eine Wärme und Strom draus. Aber die Investierung bei diesen Zinsen waren wir schon bei 25 Cent. Die Vergütung ist nachher runtergegangen auf 17 Cent. Dann haben wir gesagt, Schluss. Wir sind hergekommen, um Kühe zu melken und wir lassen uns davon nicht kaputt machen. Das ist so ungewiss. Und ein Glück, es hat uns ein bisschen Planungskosten, ein bisschen ist gut, um dabei die 40.000, 50.000. Diese sind aber nicht komplett weggeschmissen, die können wir teilweise vor den neuen Kuhstall wieder aktivieren. Das geht zum Luftlinien, zum nächsten Dorf und so eine Sachen, Geruchsgutachten und. So. Meine Frage ist eigentlich auch, wir Landwirte müssten Fruchtwechsel betreiben. Wir dürfen nicht mehr wie länger wie 2 Jahre hintereinander Mais anbauen. Da müssen wir eine Zwischenfrucht, was nach meiner Meinung auch bestimmt wird von Theoretiker und kein Praktiker. Diese Gesetze werden irgendwo verabschiedet. Diese Leute, die schnacken schön, die sitzen lecker warm hier in so einem Gebäude. Die gehen nach Hause oder im warmen Auto. Der Bauer, der ist da. Und wenn der Mais nicht reif ist, dann kann ich diesen Mais nicht ernten. Das kostet schon so viel Geld, diesen Mais zu bestellen und dieses Saatgut und. Aber dann musst du vor dem bestimmten Datum, das ändert sich auch jedes Mal, musst du denn Zwischenfrucht drillen. Und dann frage ich mir ganz ehrlich, mit diesen ganzen Flecken auf Solarplatten, auf gutes Ackerland oder meinetwegen auch Grünland, was ist mit diesem Bodenleben da unter? Diesen Boden ist abgedeckt, da kommt weniger Regen hin, da kommt weniger Sonne hin. Nach 20 Jahren, was ist mit diesem Boden? Diese Frage müsste auch mal gestellt werden. Weil Ackerland ist nach meiner Meinung dazu da und da habe ich noch was Schönes gefunden. Erst wenn das letzte Ackerland zu Glaswüste würde, werdet ihr feststellen, dass man Strom nicht essen kann. Und so ist das. Die Lampe kann grün brennen, aber der Tisch muss auch gedeckt sein. Das ist wichtiger. Auf dem Tisch kann man noch zu Not eine Kerze hinstellen. Ja, da kommen wir ganz kurz. Wie gesagt, ich bin schon 24 Jahre in Deutschland, habe viele Bekannten noch in Holland, habe mich auch informiert. Diesen Frans Timmermans, der wird in Holland Schlumpf genannt. Der ist klein und dick, der heißt Schlumpf. So, das wollte ich dann nur noch mal eben sagen. Diesen Green Deal mit Timmermans Berufsverbot vor 3000 holländischen Bauern, das finde ich eine Frechheit. Die Bauern werden entlohnt, muss man sagen, für Bauern, das müsste freiwillig werden. Diese Natura 2000 Gebiete haben sie einfach so mal bestimmt am Tisch. Ein Kumpel von mir hat einen neuen Stall gebaut, hat eine Genehmigung gehabt für 300 Kühe mit einer Gülletrocknung und. Die Genehmigung hat er erhalten, der Stall ist gebaut, hat er 150 Kühe im Stall gehabt. Dann kommt der Politik und sagt, dieses ist Natura 2000 Gebiet. So.
Und dann kommen sie mit diesen Stickstoffrechten. Die haben ein Stichdatum gemacht für diese Stickstoffrechte und der hatte zu der Zeit 150 Kühe im Stall und musste aber für 150 Kühe dann noch die Stickstoffrechte dazu kaufen und das kostet sage und schreibe 1500 Euro pro Kuh, nur um eine Kuh halten zu dürfen. So, der hat erst die Finanzierung, dann hat er 150 Kühe, kann er den Stall nicht von bezahlen, weil der ist gebaut für 300 und dann muss er, es ist um kaputt zu machen. Ne? Und angefangen haben sie mit 120% zu vergüten von der Verkehrswert. Aber wer bestimmt den Verkehrswert? Da geht das schon wieder los. Und der Bauer hat auch einen emotionalen Wert zu seinem Hof, was er erschaffen hat. Mit dem Geld dann bringst du 40% zum Finanzamt und dann hast du ja bloß noch 60% über. Aber dein Hof bleibt für immer. Wie gesagt, fünfte Generation, bin ich stolz drauf und ich stehe da auch zu. In Holland haben sie auch Zukunftsangst. Das ist einfach so, da kommen Zwangsmaßnahmen. Diese Aufkaufregelung geht weiter, habe ich mir sagen lassen. Ab 2026 maximal 170 Kilogramm Stickstoff aus Gülle pro Hektar. Gülle entsorgen zum Ackerbau oder zu Ackerbaugebieten in Holland kostet der Viehhalter, ob nur Schweineveredelung oder Milchvieh, kostet um und dabei die 40 Euro pro Kubikmeter. Und wenn ich das hier vergleiche, hier ist bei uns, weil die Veredelung so eingedämmt ist und fast nicht mehr da ist, schreit der Acker nach dieser Gülle. In Holland muss man da 40 Euro für bezahlen, dass man das los wird. Dann denkt man bald, das ist schweres chemisches Abfall. So, wie Sie vorhin gesehen haben, mein Opa war Pferdezüchter in Holland und mein Onkel macht das weiter. Mein Cousin reitet für das Holland-Team Springreiten. Ich will doch noch ganz kurz die Pferdehaltung auch erwähnen. Wir haben vor 2,5 Jahren privat einen Reitbetrieb übernommen, die insolvent war. Und da muss man doch ganz ehrlich sagen, die letzten Jahre, diese Pferdehaltung, ob das nur Zucht, Reitbetrieb, privat oder Pensionsstall ist, die Kosten sind auch gigantisch gestiegen. Diese 19%-Regelung auf der Boxen und auf Futter, alles, warum kann das nicht 7% bleiben? Diese Pferdemenschen geben ihr letzten Euro. Pferdesport ist ein schöner Sport, an sich schon teuer, aber da wollen sie auch jeden Euro haben. Da musste auch mal ein bisschen hingeguckt werden. Nur so nebenbei mal erwähnt zu haben. Ja, wie gesagt, diese Green Deal habe ich schon angesprochen, das war noch gar nicht drauf. Und meine Meinung damit ist für die EU, wir sind nachher in der EU eine grüne Insel, haben keine Produktivität mehr und diese ist schwer aufzubauen. Wie gesagt, wenn die Ställe einmal leer sind oder der Molkerei zu ist, da fängt nicht von heute auf morgen wieder jemand an, wenn sie nachher alles rein, wir brauchen, da muss man die Leute erstmal suchen, die dann überhaupt nochmal wieder anfangen würden. Ja, wie gesagt, diese Betriebszukunft und Hofsterben ist auch schade drum. Ich bin schon wieder verkehrt. So. Dann gehen wir schnell weiter. In Holland ist, wie gesagt, da ist auch richtig Bewegung in der Politik. Geert Wilders hat ja die Wahl gewonnen, kann aber nicht regieren, weil er keine Mehrheit hinkriegt, im Moment zumindest noch nicht. Diese Femke Wiersma ist selber Landwirt und versucht dagegen zu kämpfen, gegen diesen Green Deal und. Kommt da aber schlecht mit, weil, ja, ist keine Mehrheit, ist schwer für sie. Genauso wie Herr Wilders. Wie gesagt, mit den Demos war ich selber einmal 2019 und einmal war das letztes Jahr, war ich selber dabei. Bei uns im Betrieb ist das auch so, dass der Chef nicht im Büro sitzt. Der sitzt, muss zwar ein bisschen im Büro, aber nicht so viel. Da ist die Luft so schlecht. Wir arbeiten als ein Team miteinander so mit.
Und deswegen sind wir auch mit ein paar Leuten, mit 5, 6 Mann Richtung Berlin gefahren, haben uns da 2 Tage geopfert. Weil ich da selber festgestellt habe, unterwegs, wenn man von außen reinkommt, von uns, dass unsere Landstraßen viel besser sind wie hier außenrum in der Stadt. In der Stadt fällt man fast vom Sitz runter. Obwohl das Fendt 936 super gefährdet, aber ich habe mich erschrocken, wir sind im Dunkeln hier angekommen, wie schlecht die Straßen sind. Aber wenn die Politik das all unser Geld verteilt, wenn unsere Politik in aller Welt unsere Steuergelder verteilt, dann braucht man sich nicht wundern. Ja, wie gesagt, Straßenblockaden durch Landwirte, LVS, Flughafen, Frankfurt, die oben genannte Forderungen wurden aber zum überwiegenden Teil nicht erfüllt, was man auch gesehen hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Gegenzug zu meinem Vorredner, der ein bisschen mehr Acker bewirtschaftet, diese Agrardiesel ist für mich nicht so ein Riesenposten. Aber was mich einfach stört, ist diese Bürokratie und dass man sich vor allem rechtfertigen muss, obwohl wir ganz normale Lebensmittel produzieren. So, und ich denke auch, wir müssten wieder protestieren. Die erste Sachen habe ich auch schon im Internet wieder gefunden, dass die Reise wieder nach Berlin hingehen soll. Wie gesagt, in Belgien war das genauso. In Polen kann ich ganz kurz zu was erzählen. Meine Lebensgefährtin habe ich 19 kennengelernt. Und die kommt ja aus einer sehr schönen Ecke von Polen, zwischen Danzig und Sopot, hat einen schönen Farm da mit Pferde auch. Und wenn man da so rüberfährt über das Land und auch von hinten so rum, es ist ein sehr schönes Land. Ich hatte damals aber einen 6-jährigen Sohn. Hätte ich die nicht gehabt, dann wäre vielleicht, in Holland sagen sie, wenn du einmal umgezogen bist, dann ziehst du auch noch ein zweites Mal um. Die Sprache ist schwer, aber das Land ist richtig schön und nach meiner Meinung geht das da richtig vorwärts. Die bauen da und was ich so gucke, Höfe und Acker, da wird der Acker eben bewirtschaftet bis zum Vorfluter ran oder bis zum Graben ran, selbst bis zum Vorfluter sauber. Bei uns, wenn ich das sehe in Mecklenburg, diese großen Ackerstücken, da wird einfach ein Randstreifen gemacht, das sieht sau wüst aus, das wollen die Bauern gar nicht, kriegen sie aber Geld für, was schwachsinnig ist in meinen Augen, dafür Geld auszugeben. Jeden Quadratmeter muss man bewirtschaften, für Lebensmittel oder aber für Tierfutter, für Mais, Gras. So, und ich denke, die Polen, obwohl die Politik, wenn man die Leute so hört, auch nicht so richtig, aber was man so sieht, geht es da mehr vorwärts als hier. In Deutschland oder auch in Holland. Alles ist zu teuer geworden. Hier Baumaterialien, Energie, Löhne. Und die Leute, die noch arbeiten, die haben Arbeit genug. Aber dadurch, dass alles teuer ist, gehen auch schon die ersten Baubetriebe, ich will nicht sagen den Bach runter, aber die haben einfach weniger zu tun. Und man muss nach meiner Meinung, es ist nicht nur Landwirtschaft, es muss schnellstmöglich reagiert werden, nach meiner Meinung, für die Leute, die jeden Tag aufstehen, jeden Tag ihre Steuer bezahlen, jeden Tag zur Arbeit gehen und was erwirtschaften. Und das ist in so eine Schieflage geraten, nach meiner Meinung, da muss ganz schnell, muss da was passiert werden. Ja, da muss was gemacht werden, nicht passiert. Hier ist auch noch was kurz über Frankreich, da werden die auch schikaniert, die Bauern. Ne, das ist einfach so. Und habe ich noch kurz angehungen nach Spanien. Da habe ich ein bisschen ganz, nicht so viel Bezug zu, aber da ist im Moment auch alles in Schieflage geraten. Und wir müssen doch aufpassen in der Zukunft, glaube ich schon. Das würde ich gerne auf dem Weg mitgeben, dass unsere regionale Lebensmittel, wir können doch nicht alles aus der Hand geben. Wir können auch noch selber arbeiten und wir wollen doch wieder selber arbeiten. Aber es muss wieder Spaß machen und wir müssen positiv bleiben. Und es wird schon vorwärts gehen, aber diese Regionalität, diese Lebensmittel, ist nach meines Erachtens, was ich so sehe, ob nur in Holland oder hier, diese Länder, Holland und Deutschland, so, das kommt noch in Gefahr und es wird knapp werden. Ich bedanke mich für Zuhören. Applaus
Wow, was für eine Energie, was für ein Zorn und was für eine Leidenschaft auch für gute Lebensmittelproduktion. Steckt da Absicht dahinter? Diese Frage stellen wir uns öfters, wenn wir die Deindustrialisierung Deutschlands betrachten, wenn wir die Energiewende betrachten und wenn wir vor allem auf die Landwirte blicken. Steckt da Absicht dahinter, Deutschland so kaputt zu machen? Sie haben jetzt die Chance, also auch Sie bekommen einen Koffer aus Berlin als kleine Stärkung. Da sind kleine süße Dinge drin. Aber ich möchte Sie gerne hier vorne behalten, weil wir jetzt eine kleine Fragerunde machen und dann die nächsten Referenten haben. Noch sind wir in der Zeit und vorhin hat sich, glaube ich, jemand gemeldet, den habe ich übersehen. Tut mir leid, aber Sie sind jetzt dran. Nee, also dahin zuerst. Okay. Also das war jetzt sehr interessant, die Vorträge hier anzuhören. Aber ich bin 700 Kilometer gefahren, heute herzukommen und die Probleme liegen auf dem Tisch. Mir würde gerne mal was hören zu Lösungsansätzen. Was wollen Sie machen? Zum Beispiel, wie stehen Sie zu Ihrer Herkunftskennzeichnung? Wie stehen Sie zum Artikel 148, zum Paragraph 206, Marktrahmenbedingungen? Wo sind die Lösungen? Wie wollen Sie das umsetzen? Was wollen Sie tun? Dass die Lage schlecht ist, das wissen wir. Deswegen sind wir seit 2019 unterwegs. Aber wir hätten gern Antworten auf unsere Frage. Und die haben wir heute noch keine einzige gehört. Und zum Bauernverband. Und zu dem Herr, wo er vorhin mit dem Bauernverband gesprochen hat, ich bin selber auch im Bauernverband, ich bin auch LSV. Auf der Kreisebene scheint es sehr gut zu funktionieren, aber wenn LSV und Bauernverband so zusammenarbeiten müssen, warum tut der Deutsche Bauernverband und vorneweg Herr Rugwied der LSV so behandeln wie die CDU sie? Also gut, vielen Dank. Ich verstehe Ihre Unruhe, aber bitte haben Sie auch Verständnis, dass wir erst einmal die Lage einsammeln müssen und hier jeden Bereich mitnehmen müssen. Deswegen haben wir ja so unterschiedliche Referenten. Ich werde also nochmal ganz kurz, bei allem Respekt nochmal ganz kurz, aber die Lage diskutieren wir jetzt schon 5 Jahre. Irgendwo muss auch mal Lösungen herkommen. Die Lage ist ja nicht. Gut, ich hatte auch Ihnen den Verlauf erzählt. Wir werden morgen, wenn die Kritik aufrecht erhält, können wir gerne darüber kritisch debattieren. Morgen wollen wir eigentlich erst den nächsten Schritt machen. Auch heute haben wir noch ein paar Referenten, die einfach dazu was beitragen wollen. Sie waren die Nächste, bitte. Ja, genau. Ich fasse mich auch ganz kurz. Es geht jetzt um das Thema, was wir eben schon hatten, hier von der Margareta oder hier von der Frau Reisch, Ingrid. Dass es folgendermaßen so ist, wir müssen, wie schon eben angemerkt, zusammenhalten, zusammen, ob wir jetzt aus der Pflege, egal wo wir kommen, ich komme aus der Pflege und ich möchte nur dazu jetzt äußern, ich war zu der Bauernbewegung nach Berlin gefahren für 4 Tage, habe da ein Video gedreht, habe 64.000 Links und Bemerkungen und Kommentare gegeben, wie toll es war und es war toll, eine tolle Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft sollten wir alle, ohne den geht es nicht, wir müssen zusammenhalten. Und auch wenn wir uns zusammenhalten und sagen, wir kaufen die Milch bei uns in Deutschland, bei unseren Bauern oder das Brot, wie auch immer, dann wird da auch schnell ein Riegel vorgeschoben. Anders geht es nicht. Es geht nur durch Zusammenhalt. Dankeschön. So, jetzt habe ich hier noch eine Wortmeldung und da hinten. Wenn Sie mal bitte beginnen. Peter, deine eingängliche Frage war, steckt ein Plan dahinter? Natürlich steckt ein Plan dahinter. Wir haben es eingangs gehört, sozusagen von den Großworten, ein Land, was sich nicht selbst ernähren kann, ist erpressbar. Und das ist das Ziel, damit globale Konzerne uns erpressen können, muss jedes Land auf seine Weise erpressbar sein. Und es wurde zwar eben zwischen den Zeilen einmal geschrieben, aber Sie haben es leider nicht direkt angesprochen. Sind denn in Holland so viele junge, fruchtbare Familien, dass man jetzt Siedlungsprojekte für junge Holländer schaffen muss? Oder was steckt wirklich dahinter? Vielleicht das einfach nochmal Klartext aussprechen. Das ist nicht für Europäer. Und das sollten Sie vielleicht auch mal direkt ausdrücken, dass es um eine ganz andere, den Great Reset geht, um den Bauernstand zu vernichten. Denn der Bauernstand ist derjenige Stand, der das Land trägt. Und wenn der vernichtet wird, dann ist mit unserer Kultur und Zukunft sehr schwarz. Ja, da haben Sie recht, da tut mir leid, das habe ich vergessen. Die kriegen gleichzeitig ein Berufsverbot, das stand wo geschrieben, habe ich vergessen zu erwähnen. Ein Berufsverbot vor EU, das heißt EU.
Und da bin ich mit Ihnen einig. Ich verstehe auch nicht, was ist der große Plan? Was ist der große Plan dahinter? Eine Zeit lang habe ich das Gefühl gehabt, dass die Menschen umstellen wollen auf künstliche Ernährung. Dass die völlige Kontrolle haben. Vegan und künstliche Ernährung. Dann haben wir die Menschen in der Hand oder wie auch immer. Oder es billiger, die Kühe, die sind so schlecht für die Umwelt. Die furzen so viel, die rülpsen und was weiß ich, was die alles machen. So, eine Zeit lang hatte ich den Eindruck selber und habe auch mit vielen Leuten darüber gesprochen. Und mein Vater sagt immer, bleib ruhig, das ist vom alten Stamm, da wird schon, und hast du nicht gesehen. Aber ich sehe da trotzdem eine Gefahr, diese Aufmaß von diesen veganen Produkten. Und ich sage immer, ich gucke immer zurück, zu meinen vorigen Reden auch. Die haben Lebenserfahrung. Wenn unsere Vorfahren das hätten gewusst, dass das so einfach geht, meinen Sie, die haben sich dann den Bockel krumm gearbeitet? Nee, dann hätten die das auch schon gemacht. Weil wenn sie in Altstadt... Drei Fragen lasse ich jetzt noch zu und wir können dann danach bei der nächsten Runde auch nochmal welche aufnehmen. Wir haben jetzt erst Sie und dann da drüben noch. Wenn Sie bitte beginnen. Ja, hallo. Ich bin ja auch nun schon viele Jahre im Bauernprotest und versuche immer bis an die Ursprünge zu gehen, beziehungsweise das Zentrum zu finden. Und dass ein System dahinter ist, bin ich mir auch ganz sicher. Ich glaube nicht, dass es nur um die Bauern geht, sondern schlicht um Unabhängigkeit zu verhindern. Selbstständige sind unglaublich anstrengend und solange man noch irgendwie eine Chance hat, sich gegen Obrigkeit zu wehren, wird das natürlich verhindert. Und deswegen ist Mittelstand, Handwerk oder sowas genauso mit im Fokus. Bei Lebensmitteln trifft es natürlich alles schwer. Was ich so im Kopf habe, anfangs wurde gesagt, die AfD ist sehr für die Wahrheit und sehr, sehr für die Transparenz in Sachen CO2, in Sachen Corona. Weiß ein Großteil von hier, dass das doch nicht wirklich auf wissenschaftlich fundierten Füßen steht. Ähnlich ist es ja mit dieser Nitrat-Geschichte auch. Darauf fußt ja letzten Endes, was Jan dann gesagt hat. In Sachen Düngeverordnung und. Das heißt, wir müssen wieder zurück an die Ursprünge. Und für mein Empfinden ist es, wir müssen, und ich fordere die AfD auf, sich massiv für Wissenschaftsfreiheit einzusetzen. Und da ist es eben... Da ist es eben nicht mit CO2, Methan, Furzerei und sonst was getan. Vor der CO2-Lüge war die Nitrat-Lüge. Und Nitrat ist ein essentieller Nährstoff. Wie Kohlenstoff natürlich für die Pflanzen, ist Nitrat ein essentieller Nährstoff für den Menschen. Und es gibt sehr gute Wissenschaftler, die nachgewiesen haben, dass Nitrat zur Krebsvorsorge wichtig ist, gegen Magenkrebs, gegen Darmkrebs und so weiter und so weiter. Selbstverständlich, wenn man in Massen nimmt, aber da fordere ich die AfD auf, nehmen Sie das aus den Bauerngruppen mit auf. Ihr seid alle da drin, beziehungsweise viele sind da drin. Und ich habe unglaublich viel dazu geschrieben und gesagt. Und bislang wird das nicht aufgenommen. Die Nitratlüge ist noch die Lüge vor der CO2-Lüge. Das würde mich sehr freuen. Danke. Diese Aufforderung nehmen wir mit. Gleich daneben hat sich jemand gemeldet. Ja, hallo, mein Name ist Steff Manzini von der Stadtzeitung. Wir sind neue Medien. Wir begleiten die Bauernproteste von Anfang an. Wir waren auch in Biberach beim grünen Aschermittwoch. Dafür dürfen wir jetzt 3.000 Euro bezahlen, weil unser Pressefotograf inmitten von 600 Bauern eben nicht auf dem Bürgersteig stand. Also, wir engagieren uns sehr für dieses Thema. Ich war mit Frau Dr. Alice Weidel bei den Obstbauern am Bodensee mit Ihnen zusammen, Herr Felser. Und dort haben wir dann gehört von einem der anwesenden Landwirte, dass die Ernährungssicherheit in Deutschland durch unsere eigenen Landwirte nur bis ungefähr Februar im Jahr anhält. Da sind wir jetzt beim Thema Unabhängigkeit. Unser eigenes Land
selbst ernähren zu können. Da wollte ich fragen, ob Sie das bestätigen können, ob unsere eigenen Agrarerzeugnisse, unser eigener Anbau nur noch 2 Monate reicht, um die deutsche Bevölkerung zu versorgen. Wir haben die Landwirte aus dem Bodenseekreis hier, aber ganz kurz, der Selbstversorgungsgrad ist in vielen Bereichen schon noch sehr gut. Bei der Milch sind wir über 100%, da verlieren wir jetzt immer einen Prozentpunkt. Beim Fleisch sind wir über 100%, bei Eiern sieht es gut aus. Bei Obst und Gemüse sind wir bei 25% und 30%. Der Rest kommt von außen und dieser Selbstversorgungsgrad sinkt systematisch, aber wir können vielleicht danach noch die Landwirte fragen. Ich bin immer derjenige, der den Bösen spielen muss, wenn es um die Zeit geht. Aber eine einzige Frage habe ich noch. Vielen Dank. Vielen Dank für Sie. An Sie noch, bitte. Oder waren Sie mal hier? Die Frage geht an Sie. Ich wollte aber eine praktische Frage stellen, wenn Sie mal kurz antworten können, bitte. Sie wollten ja einen neuen Stall bauen für 800 Kühe und sagen keine Melkroboter. Dann würde mich die Frage interessieren, wie Sie das mit dem Personal lösen wollen, beziehungsweise wie Sie das jetzt lösen. Und zukünftig kostet die Milch ja über 50 Cent. Mit wie viel Cent Sie planen? Weil wir 16 haben wir ja mit 19 Cent beziehungsweise vor Corona noch mit unter 30 Cent gewirtschaftet. Das Letzte müssen Sie nochmal wiederholen. Da habe ich nicht so richtig verstanden. Mit welchem Milchpreis Sie planen für den Stallneubau? Ja, immer am liebsten mit dem höchsten. Aber ich habe vorhin gesagt, man muss positiv bleiben. Ich sehe die Lage so, wir werden einen neuen Stall bauen. Personal ist nach 24 Jahren bei uns alle in Rente gegangen. Ganz kurz habe ich vorhin auch, mein Schwager ist 10 Jahre Herdenmanager gewesen. Wir haben einen Strahl von 20 Kilometern versucht, diese Milchviehbetriebe aufzukaufen oder eine zu übernehmen in der Familie von meinem Schwager und Schwester. Geht aber nicht, alles große Investoren. Und nur habe ich gesagt, dann kommt zu uns, mein Vater geht raus, ihr kommt mit rein. So, damit ist die personale Frage auch geklärt. Dann haben wir noch einen rumänischen Mann dazu. Ne, wir haben insgesamt 9 Mann, da kriegen wir das mit fertig. Ja, mit diesem Milchpreis, ich hoffe, der bleibt gut. Also, ja, Mindestpreis hin oder her, das ändert sich ja stets und ständig. Vor ein paar Jahren hatte ich gesagt, 30. Okay, 32, super, 35. Aber es ist immer stetig hochgegangen, weil die Kosten mitgegangen sind. Und um das strukturell auszuwerten, ja, da muss ich zum Steuerberater und dann müssen wir das mal aufschlagen. Aber so ungefähr 5 Cent ist man vor den Stallbau wohl los, denke ich mal so, ne? Pro Liter. Praktische Frage zur Investition, vielen Dank. Jetzt kommen wir noch, weil das gehört eben auch dazu. Und das ist ja die Schwierigkeit, wenn wir morgen Lösungen präsentieren wollen. Es ist eben die Schwierigkeit, dass wir alle mitnehmen müssen. Und wir haben heute schon, allein in der ersten Stunde, 2 völlig gegensätzliche Beurteilungen gehabt zum Thema Bauernproteste und Bauernverband. Und das wird es bei anderen Bereichen auch geben. Aber das ist ja das Gute. Und da müssen wir durch und wir müssen zu Lösungen kommen. Liebe Gäste, liebe Freunde, danke für die Disziplin. Wir sind heute sehr, sehr weit gekommen. Bleiben Sie so kritisch. Wir werden morgen weitermachen und wir werden die Themen noch vertiefen, aber dann auch wirklich einen nächsten Schritt weitergehen. Ich lade Sie jetzt noch mal ganz herzlich ein. Ein Stockwerk tiefer ist für Sie ein Buffet aufgebaut, Getränke. Vernetzen wir uns miteinander, reden wir miteinander, bereiten wir den morgigen Tag vielleicht auch schon mal strategisch vor. Nutzen Sie die Zeit, dass wir zusammenkommen. Ganz herzlichen Dank für die Disziplin an diesem ersten Tag. Dankeschön. Applaus